Guten Abend. Hallo. So. Ich habe Ton und ich habe Video. Ich glaube, heute hat es zum ersten Mal auf Anhieb geklappt mit diesem Mischer da. Entwickle mich. So. Haben sich einige Stricksachen bei euch auch entwickelt? Ja. Ja. Ein tiefer Seufzer von Andrea. Ja, weil das eine habe ich wieder aufgetrennt. Das Welches? dunkelblaue, was so ein Schulterwärmer werden sollte, das war Ja. zu klein hinten im Nacken. Das sollte ein Geschenk werden, ne? Genau, das habe ich gestern Für deine aufgerimmelt. Mama, oder? Ja, genau. Aber das war zu eng. Also Aha. zu wenig Maschen am Hals. Gleich zu Beginn. Wie gleich zu Beginn? Ja, zu wenig aufgenommen, Okay, ja. okay. Also konnte man nicht durch Zunahmen Nein, regulieren. nein. Okay. Hallo Evelyn, haben wir Hallo, jemand Neues? hallo Eveline. Eveline, Ja. genau. Ja. Und gleich verschleudern wir hier Buchstaben. So geht es ja auch nicht. Ja, auch das letzte Mal, aber kein Problem. Okay. Gut. Ich habe mich heute noch dieser Socke gewidmet. Der Double Face Socke. Ich weiß nicht, ob ihr das Post noch gelesen habt. Ich hatte die Hoffnung, dass ich euch das Käppchen noch zeigen kann und es hat geklappt. Käppchen ist fertig geworden. Hallo Monika. Hallo zusammen. Hallo. Na, du bist ja heute so früh am Start. Hast du heute frei gehabt? Genau. Aber Okay. ich kam nicht zum Stricken Nachmittag. Christian war da, das Großkind. Ja, das geht vor. Und da Alles waren klar. wir die meiste Zeit im Sandkasten. Okay. Ja. Ich habe es noch in den Schultern von meinem Großkind gestern rumtragen. Ja, das mache ich nicht. Ja. Kriege ist zu schwer. Ja gut, er ist ja erst 3, ja 4 Monate schon fast. Also, ja. Aber so nach einer halben Stunde merkt man es dann schon, ne? Ja, das ist Ja. ja Ja. so. Ja. Genau. Aber die junge Mutter hatte Rückbildung und dann habe ich ihn gehütet und ja, dann bleibt halt manchmal nur das Tragen. Genau. Und dann fällt das Stricken hinterher schwer. Ja, also ich kann nicht Kinder hüten und stricken, das geht gar nicht. Nee, das steht ja auch nicht auf dem Plan, Nee, ne? nee, also ich habe schon probiert, aber nach 5 Minuten gibst du auf. Nein, nein, das geht nicht. Dann haben sie alles richtig gemacht. Ja, Die Kinder. ja. Volle Aufmerksamkeit. Genau. Hallo Heide. Hallo. Guten Abend. Hallo. Abend. Na, Silvia Pascal, ich glaube, euch habe ich noch gar nicht erwähnt. Wenn, dann begrüße mal alle persönlich. Hallo. 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 Gut. Pascal, ich habe gestaunt über deine Decke, wo ich da Welche? ein Teil gesehen habe auf Facebook, war das. Die Double-Face-Decke. Die Double-Face-Decke. Ja. Da kann ich nur staunen. Ja. Hast du sie parat zum Zeigen? Ja, natürlich. So, Ja. Ich muss noch ein bisschen schleimen. wir müssen heute wieder dran denken, wenn der Pascal jetzt die Decke zeigt, muss der Pascal reden und wir müssen uns zurückhalten mit unseren Begeisterungsrufen, weil sonst die Kamera eben vom Pascal wegkommt, ne? Ja, da ist sie. Kann man sehen? Super, ja. Ja, ein ganz schönes Stück schon vorangekommen. Ist zwar die Woche nicht weiter gewachsen, aber
Sehr schön. Weißt du schon Fantastisch. mal, wie viel bist du, Pascal? Bei der 102. Reihe. Okay. Und 500, also da kommen noch ein paar. Noch 500 oder insgesamt 500? Insgesamt 500. Insgesamt, okay. Dann ist ja nicht mehr so viel. Hallo Marianne. Ja, hallo, guten Abend allerseits. Hallo. Hallo. So, jetzt die Marianne hat uns ja ihren Schal gezeigt, ihren Double-Face-Schal. Im Moment sind wir sehr Double-Face-lastig in der Gruppe. Und die Anleitung bekommt ihr am Freitag ist im Newsletter. Sie ist jetzt eingebaut. Danke nochmal, Marianne, für die Bitte Bilder. gerne. Sie hat ein Tragefoto mitgeschickt und dann habe ich ihr geschrieben, dass das Tragefoto sehr verschwommen wäre, ob sie nicht erkannt werden wollte oder ob es halt einfach verschwommen war. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, dass das mit ihrem Mann war. Also es war wirklich sehr verschwommen. Ja, ich habe es also nicht gekannt, aber mittlerweile habe ich eins von dir bekommen. Auch dafür vielen Ja. Dank. Und es wird dann eben auch noch eingebaut und dann bekommt ihr also im Newsletter ist es jetzt eben am Freitag, ist die Anleitung kostenlos drin. Später wird es dann Super. eine Kaufanleitung, aber für uns in der Gruppe soll es eben die Möglichkeit geben, dass wir so ein Schmankerl eben, dass ihr das kostenlos bekommen könnt. Dankeschön. Super. Ja, also der Dank geht an Marianne, die da das fleißig genadelt hat und uns und die Fotos geschickt. Ja. Gut. Dann hat mir die. Ja, Silvia, möchtest du mal erzählen, was du diese Woche gemacht hast? Ach ja, ich habe die Woche meine AliExpress zurückbekommen. Die Und hatte ja deine Mama, ne? Zur ich Erklärung hatte an die meine, anderen. Die genau. Silvias Mama war zu Besuch und hat die AliExpress einfach mitgenommen, Genau, das hat sie gemacht. weil sie sich verletzt hatte, oder? Genau. Und jetzt hat sie auch gekurbelt und gekurbelt. Und natürlich wusste sie nicht, dass wir gesagt haben, mit Bobbeln soll man eigentlich nicht kurbeln. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was da trotzdem draus geworden ist. Sie hat also mit dem Bobbel gekurbelt. Und ich finde, das ist doch. Also, sie hat sich einen ganz Das ist doch langen Schal super gelungen. gekurbelt. Das ist jetzt ihrer. Das ist sehr durchsichtig, sehr dünn, sehr leicht fluffig geworden. Also, ich bin begeistert. Ich habe sehr gestaunt, als sie mir das gezeigt hat. Ich habe es heute noch gedacht, man sollte es einfach mal Ja. gleich doch ausprobieren, Ja. weil es war auch eine Bekannte von mir da und die hat mit der Merino Silk Socks eine Mütze gekurbelt Ja. und ich habe so einfach zu ihr gesagt, ja, hast die Wolle doppelt genommen? Nee, einfach. Und ich habe dann gesagt, ja, nee, das geht doch nur doppelt. Und sie, nein, das gab auch einfach eine tolle Mütze. Und dann habe ich sogar gesagt, schau daheim nochmal nach, das war bestimmt die Stretch, weil die ja doppelt so dick ist, ne? Und dann hat sie mir geschrieben, nein, es war die Silk Socks. Und deshalb habe ich heute noch die Bobbel angeschaut und habe gedacht, vielleicht sollte ich nicht alle so beeinflussen mit von wegen, das geht doch gar nicht. Ja, meine Mutti hat es nicht gewusst und die hat Ganz es einfach bestimmt. gemacht. Also 3,5 Farbabschnitte sind das und das ist 1,60 Meter geworden. Ganz dünn, also man kann sogar durch das Doppelte fast noch durchgucken, aber sie wollte so ein, aber sie er hat sofort gefallen, so ein ganz zarter, dünner Schal ist das geworden. Und dann habe Wie ich so mir ein gedacht, Sommerschal, oder? ja, und so ein Sommerschal. Sie macht dann immer, sie macht, mag gern so, die hat einen kürzeren Hals, sie mag gern so dünnere Sachen. Und das ist wunderschön für sie. Also es gibt, hat sie mir jetzt nochmal ausgeborgt. Muss ich wieder zurückgeben. Und das heißt, drei Farbabschnitte, das wiegt dann 3,5, das wiegt nichts. Ich weiß jetzt nicht. 50, 60 Gramm, Ja. wie ein Tuch quasi, ne? Ja, also ganz zart, ganz. Und es ist eben super gleichmäßig dadurch, dass er auf der AliExpress ist. Super Gut, gleichmäßig dann ist das Bild. werde ich das doch mal kurbeln und zeigen.
Ja. Und da habe ich dann gedacht, ja, wenn sie jetzt den Bobbel kurbelt, dann habe ich mir mal auch ein Baumwollgarn gesucht, nämlich die Sky. Und habe mal ein paar Sky-Reste gekurbelt. Und da habe ich mir zum Beispiel dieses Stirnband gemacht. Aha, super. Das ist auch, das sind also zwei Reste, die den gleichen Farbabschnitt hatten, habe ich also einmal von innen, einmal von außen gemacht, sodass man vorne wieder das gleiche hat und hinten ist er einfarbig. Vorne kommt, geht es dann in den kleinen Farbübergang rein und jetzt ist das so ein Stirnband geworden. Ja. Denn meine Tochter, die kam und die zwei Stirnbänder, die ich gekurbelt hatte, hat sie gleich mitgenommen. Konnte ich nicht zeigen. Dann waren sie Aber gut. Ich das war genauso gemacht, als habe ich in der Sky. Und weil es so gut ging, habe ich gleich noch einen gemacht. Aber das waren vier Reste und deswegen ist der einfach Uni geworden. Da ist überhaupt kein Farbverlauf mehr da jetzt drinne. Das waren vier kleine Mini-Reste und die sind jetzt zu einem Stirnband geworden. Und dann geht es noch weiter. Bleibt Mama bei der Sky. Dann hatte ich noch zwei Reste, die etwas größer waren. Und da habe ich, sieht man noch, ja, habe ich mal Ja. zwei Schläuche gemacht, vielleicht so, oder? Und habe die aneinander genäht, sodass man in der Mitte, also ich habe die in der Mitte zwei Schläuche gemacht, in der Mitte zusammengenäht und dann nochmal an den langen Seiten. Noch mal hier so zusammengenäht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das trägt. Das ist nämlich so ein Tuch mit zwei Zipfeln. Da macht man den ersten Zipfel runter und schlägt dann den zweiten auch noch drüber und hat dann so ein Tuch Das ist ja genial. mit zwei Zipfeln. Und wenn man es ein bisschen enger haben will, kann man sich die Zipfel nach außen ziehen, dann wird das hier am Hals ein bisschen enger. Und dann kann man sich's auch wieder runterziehen und kann es halt als Mini-Dreieckstuch tragen, so. Oder als Mini-Tuch, als Mini-Loop tragen. Und das ist auch aus zwei Resten Sky entstanden. Das sieht richtig cool aus. Ja, gefällt mir auch sehr So, gut. und für alle, die nicht verstanden haben, wie du das zusammengenäht hast, und da gehöre ich dazu. Ich frage für einen Freund, kannst du das nochmal erklären? Ich erkläre es, versuche es nochmal Wir zu sind alle erklären. ganz ruhig, damit die Kamera auf dir Ja, ist. ich kann euch aber auch eine Anleitung dazu machen. Ah, dann ist das natürlich ein Angebot für den Ja. übernächsten Newsletter. Genau. Mario und du, hallo, du bist ja schon, du kriegst es mit, was du da alles dann im nächsten Newsletter reinpacken musst, ne? Ja, hallo, ich war Also. nur ganz still, weil ich wollte nicht unterbrechen. Doch, habe ich verstanden. Schickst du mir einfach, ne? Direkt an dich dann, ja? Ja, Okay. Facebook oder Ja. Kannst du E-Mail-Adresse. an mich schicken, ich leite Oder es so dann geht's weiter. weiter. Ja, noch einmal Kontrolle lesen. Nee, nee, schon gut. Nee, ich erkläre es aber trotzdem nochmal. Denn nicht jeder kriegt da den Newsletter. Also ich habe angefangen und habe erstmal einen Schlauch gekurbelt und habe zweimal den gleichen gekurbelt. Also der geht mit Rot angefangen, geht ja über dieses Rosa bis Grau. Und das habe ich zweimal gemacht. Wie lang ist der? Wie bitte? Wie lang ist der Schlauch? Ich habe genau 100 Runden gemacht. Ich messe mal kurz. Also nur so aus. 20, 40, 60 Zentimeter ist der lang. Man kann es jetzt schlecht zeigen, weil es eben zusammengenäht ist. Und dann habe ich an den langen Seiten einmal das eine und das andere Ende zusammengenäht. Und dann hat man so ein Rechteck mit zwei Zip oder so, mit zwei Zipfeln an der Seite. Ich weiß nicht, sieht man das so? Man muss es aufzeichnen. Ich zeichne euch, dann mache euch da mal eine Skizze, wie man es zusammennäht. Und dann kann man das einfach drüber ziehen und hat und den unteren Zipfel unten und den oberen Zipfel oben. Wenn man Lust hat, kann man auch den roten nach unten machen und den grauen nach oben. Oder ich glaube, ich versuche es nochmal, also farbverkehrt aneinander zu nähen. Mal sehen, wie das dann aussieht. Ich habe nämlich noch Sky-Reste. Also das kommt Richtig als cool. Anleitung. Hat man so einen kleinen Loop. Dann habe ich noch weiter gekurbelt. Ich konnte ja nicht aufhören.
Da habe ich mal versucht, Muster zu kurbeln. Das hat eigentlich auch funktioniert. Einfach mal in jeder zweiten Runde die Farben gewechselt. Einfach mal, also den, wie man es am Anfang macht, mit dem vorne hinten legen, habe ich immer einmal den weißen nach vorne und den, dann den Petrol nach hinten. Und dann entsteht so ein Muster. So, das ist aber die einzige, die ich versucht habe, das einzige Muster. Dann habe ich, dann, da das durch 46, da das 46 Nadeln hat, diese Kurbelmaschine, dachte ich, durch 46, da findet man jetzt nicht gute, so eine Vierfachzahl geht nicht, dreifach geht nicht. Es geht einfach nur eine Anzahl durch zwei, die man Ja, machen kann. da hab ich Ja. auch schon gemeckert. Zwei Nadeln Weil, mehr. Ja. ich nenne die 46 eine gerade Primzahl, auch wenn es das nicht gibt. Aber es geht quasi nur durch zwei und ansonsten die 23 Er ist dann eben eine ist Primzahl, dann schon ne? die Ja, Primzahl, genau. genau. Ja. Ja. Aber dann habe ich mir das Highlight. Ich habe ja gesagt, ich will mal einen Pullover probieren. Und der ist vor einer Stunde fertig geworden. Und ich habe den angezogen und nicht wieder ausgezogen. Das heißt, du hast ihn an. Also ich habe ihn an, ja. Dann musst du aufstehen. Ja, ich versuche mal, dass es irgendwie ins Bild kommt. Sieh nach hinten. Sieht man es? Also ich habe mehrere Rechtecke gekurbelt. Vorne habe ich ein kleines. Man sieht es, glaube ich, auch so. Ja. Also hier habe ich ein kleines Rechteck gemacht und hier ein großes und habe die dann zusammengehäkelt. Das erkläre ich gleich noch, wie ich es gehäkelt habe. Hinten habe ich sie gleich gemacht. Da ist die Naht also in der Mitte. Aber der Rückteil besteht auch aus zwei Teilen. Und dann habe ich den Ärmel eben auch aus einem Rechteck gemacht. Ist halt alles rechteckig, ist weit, und aber das ist halt jetzt so. Aber ich habe dann erstmal, wenn man das runterholt von der Adi, dann hat man ja rollt sich das ja überall ein. Und dann habe ich erstmal alle Rechtecke mit festen Maschen umhäkelt. Und dann habe ich die offenen Kanten, das sieht man vielleicht hier ganz gut, mit auf die festen Maschen noch Krebsmaschen gehäkelt. Das gibt dann schon mal so einen Rand. Am Halsausschnitt, finde ich, sieht das auch, kommt das auch gut rüber. Und dann bei den Längs, bei den, sieht man das hier? Hier bei den Randmaschen, wenn man die zusammenhäkelt, das sieht eigentlich auch ganz gut aus, finde ich da. Also man dann, es sieht nicht so aus, als ob man hätte versucht hätte, irgendwas zu machen, sondern ich wollte eben auffallende Nähte machen. Und das finde ich ist ganz gut gelungen und besonders gut gefällt mir eigentlich, jetzt zeige ich euch die Schulternaht. Also an der Schulternaht, dann entsteht hier noch so ein, hier so ein bisschen so ein Lochstreifen. Finde ich eigentlich sehr schön. Also das ist auch nur feste Maschen, in jede Schlinge eine feste Masche gemacht, auf der anderen Seite auch und dann mit Krebsmaschen zusammengehäkelt. Genauso habe ich dann Interessante die. Variante. Und Ja, dann habe ich die Schulter. richtig toll gemacht. Und die habe ich dann die Ärmel dann auch so eingehäkelt. Und ich überlege noch, ob ich mir hier hin Gummi einziehe oder was, aber. Ich habe den jetzt eine Stunde an und es hat mich noch nicht gestört, dass das so weit ist. Also, vielleicht lasse ich ihn auch so. Aber der. Spätestens, wenn du Plätzchenteig knetest, dann vielleicht. Ja, da werde ich den nicht anziehen zum Plätzchenteig kneten, nee. Super. Und aus welcher Wolle hast du das gekurbelt? Ja, habe ich mal für die Anna ein Strickset machen dürfen mit Mütze und Schal. Und da wusste ich nicht, wie viel die man da braucht. Und dann haben die mir viel zu viel Wolle geschickt. Das ist von Austermann, die Alpaka Cotton heißt die. Aha. Hat eine ziemlich lange Lauflänge und die ist wunderbar leicht. Also das Ganze wiegt jetzt 250 Gramm, der ganze Pullover. Und wann bist du gestartet? Gestern habe ich den ersten Ärmel gemacht. Und heute hatten wir Feiertag, dann konnte ich nicht aufhören. Und vor einer Stunde habe ich eben die letzten Sachen zusammengehäkelt. Und dann Wahnsinn. anprobiert und angelassen. Cool. Schön. Also Pullover in ist einem Schlag. ein oversizeder Pullover. Mal sehen, wie der. Also einfach, mir gefällt er schon. Ist ja dadurch, dass das so luftig ist, ist ja das Oversize durchaus, also ist gewollt, ne? Also genauso kriegt man ja die Teile jetzt auch von der Stange quasi, ja. Ja. Aus. Toll. Ah, die Dominik ist auch da. Ja. Hallo.
Ich wollte nicht stören. Hallo Katharina. Geht dir gut, Dominik? Ja, alles gut. Also Silvia, vielen, vielen Dank für das, ist richtig interessant. Und da sieht man natürlich auch, dass der Designer rauskommt. Ne? Das ist, das kann man da schon sehr gut erkennen, ja. Ja. So, Katharina, was hast du für ein pinkfarbenes Buch um? Kauft. Wie jetzt? Sag's nochmal. Das ist nicht selbst gemacht. Ich war mit Kätzchen beschäftigt in der Woche. Gemacht, genau. Und die hat auch einen Schal an, der selbst gemacht ist. Ja. Das hatte ich euch ja letztes Mal gezeigt. Ne? Du hattest den Anfang von deinen Stricklieblingen schon. Ja. Von genau. Der Brigitte Zimmermann. Ich habe mir da irgendwann mal Bettina abgespeichert und jetzt muss ich immer gucken. Brigitte Zimmermann. Genau. Nitty Kitty nennen sie sich. Von daher müsste man es ja auch wissen, dass sie nicht kann Bettina heißen. Und ja, die sind einfach cool, ne? Wenn man da mal mit angefangen hat, ist das auch so ein Suchtfaktor. Ja, und die gehen relativ schnell. Das ist ganz schön, genau. Und ich habe jetzt die Edition im Winter genommen. Die hat ja mehrere Bücher und ich musste mich erstmal irgendwie entscheiden. Ja, und da sind richtig schöne Sachen drin. Also, was jetzt auch gut passt, ne? So eine Kleinigkeit für Kinder, ein Schneemann oder ein Lebkuchenmännchen, ist also alles Mögliche drin. Hast du das Buch zufällig vor dir liegen? Ja, ich habe kein Stress, hier. Nur wenn es da ist, kannst du es uns mal zeigen, weil es immer gut ist, wenn man das Cover sieht, wenn man genau dieses Buch möchte. Kann man es sehen? Wenn du dazu sprichst? Ja, kann man es sehen. Genau, das sind die Stricklieblinge. Aber ich sehe jetzt Maria, ja. Christina. Nein, man hat es gesehen. Dankeschön. Super. Genau. Nee, da hat man Spaß mit. Und man hat auch zu tun. Was mir nicht ganz klar ist, wie man die unten zusammennäht. Aber die Beine erkennt man schon und die Füße. Irgendwie. Also die sehen bei mir anders aus als in dem Buch. Und da steht nur zusammennähen. Aber ja. Solange die Füllwatte drin bleibt, ist gut, oder? Ja, zu krieg ich's. Ja. Es haben ja alle andere Füße, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Dominik zeigt uns hier auch was. Du musst sprechen. Mein Piepmatz. Mit Spieluhr. Oh, süß. Ah. Und ein Schwänzchen. Cool, gell? Ja. Der ist sehr niedlich. Ist auch aus dem Heftchen. Veronika, hilf mir mal. Das ist ja aus dem Babyheft Häkeln. Gibt es, glaube ich, nur noch als E-Magazin. Kann ich euch drunter verlinken. Ist aus der Charity gehäkelt. Und da gibt es zwei Vögelchen, natürlich in hellblau und rosa. Ihr dürft mich designt hat die Sabine Mähnen von Mikrochet für das Heft damals, ja. Und mit der Spieluhr natürlich ganz süß. Dominik, da fällt mir ein, die Heide ist ja diesmal da. Ja. Du hattest eine Frage an Heide wegen dem Mäuschen. Genau. Wie die Designerin heißt oder wo man die findet. Ich sag's dir gleich. Das ist, die heißt Anita Wilschut. Wilschut. Und der ihren Kanal heißt Zimjam Tech. Kann man es lesen? Kannst du es lesen?
Es ist Holländerin, es ist eine Niederländerin. Diamantek, Siemagdet oder so. Siemagdet. Heißt auf Deutsch, sie macht es. So. Und da gibt es die ganzen Anleitungen für. Die ist ganz klasse, die Frau. Die ist super. Marion, hast du es lesen können? Können wir es in Newsletter aufnehmen oder soll mir Eins die nochmal. Heide die Mail schicken, damit ich es an dich weiterleiten kann für ein Newsletter? Wäre besser. Ich habe das Ja. jetzt nicht gemerkt. Ja, Okay. danke. Ja. Kannst du, dafür dürfen Ich. wir dich bitten, Heide, das. Ja, ja, ja. Ich schreibe es dir dann nochmal. Ja, Die hat ja. ganz tolle Sachen, die ich Ja. sagen hat. Und schau mal, was die Dominik, was diese Woche hier angekommen ist. Also Jö. das hier ist der Bub, ne? Und das Mäuschen ist von der Heide angekommen und hat ein Kleidchen. Was meine ich? Ja, ist nicht richtig in der Kamera. Habe ich es nicht richtig in der So, Kamera? So. jetzt, ja. Ah, süß. Süß, gell? Ja. Und weißt du, was cool ist? Diese, das sind Magnete. Ach, krass. Die, Okay. ja, die hat einen Zettel in der Hand. Diese Reisegefährtin bitte an Dominik weiterleiten, damit sie nicht wieder in Versuchung gerät, deine Maus zu stibitzen. Ist ja super. Super, Also vielen Dominik, Dank. diese Maus geht von der Heide zu Ach, dir. das, oh, das ist ja nett von der Heide. Vielen, Ja, vielen Dank. ja, Oh, das ja, freut ja. mich jetzt. Wer natürlich nicht damit einverstanden ist, ist mein Bub, weil dann umarmt sie die ganze Zeit hier, ne? Ja, du, dann musst du mir den Bub mitschicken. Dann sind sie wieder zusammen. Oh, super, das ist cool. Der Trick hat nicht geklappt. Nee, das ist wirklich süß. Oh, toll. Ja, super, vielen Dank. Gern Freut geschehen. mich. Freut Gern mich. geschehen. Und also noch, ich muss ja auch noch ein bisschen Werbung machen. Gestrickt hat die Heide das alles mit der Silk Socks von Toll. Merino. Und die hat ja einen leichten Stretch-Anteil und dadurch, ich weiß nicht, es wirkt einfach so mega dicht und griffig. Also sind die einfach, lässt sich richtig gut umsetzen mit den Tierchen. Das. Also gut dafür verwenden, dieses Garn. Dann zeige ich noch, was mit im Paket war von der Heide. Ich habe euch ja vor. Ich glaube, im vorletzten Meeting war es, wo ich diese geniale Socke euch gezeigt habe. Die hat die Heide auch gestrickt. Es gibt da, ich weiß nicht, ob die Werbung auch bei euch immer aufploppt, es gibt so richtig nordische Kaufsocken. Und ich dachte, ich wurde eben inspiriert von diesen richtig kunterbunten Mustern. Und da hat die Heide eben ein paar Socken draus gestrickt und passend mit der Merino Silk Socks und passend mit der Merino Stretch jetzt eben noch eine Mütze und ein Loop. Wow. Mit den gleichen Farben und es sieht, also es sieht einfach genial aus jetzt hier im Dreierpack. Ist cool. Eine coole Also Farbe. danke nochmal, Heide, ne? Gern geschehen, gern geschehen. Ja. Hat Spaß gemacht. Kommt auch Hab ich gut raus, die gehört. Farben, gell? So, die Mütze, die hellblau in braun, habe ich die euch letztes Mal schon gezeigt. Wo habe ich die? Hier ist sie. War die schon fertig beim Ups. letzten Mal? Hilft mir mal. Nein, nein, die war Okay. angefangen. Die Ja. war angefangen. Gut, dann im Video zeige ich euch ja zwei verschiedene Abschlüsse. Und hier ist jetzt einfach ein Rippenmuster abgekettet.
Und zwar mit zwei Farben. Einfach mal eine Masche in hellblau und eine in braun gestrickt, rechts und abgekettet. Hat eine tolle Wirkung ergeben. Und eben im Double Face auf der anderen Seite ist sie eben braun. Und da sieht die Abkettkante so auf links aus. Und wiederholt sich da eben auch der Farbwechsel, der ja hier ebenfalls. Soll ich es euch mal auf Kamera 2 zeigen oder seht ihr es gut? Da kannst du auch deine Nee, zweite so sieht man es gut, oder? Kamera nehmen. Ja, So sieht man es gut, ja. Gut. Wenn er immer lacht. Ja, Kamera 2 bitte. Kamera 2 bitte. Ton, Ton, Ton. Und ich habe dann Action. passend zur Mütze noch ein paar Armstulpen gestrickt. Auch da gibt es ein Video dazu, gekurbelt mit der AliExpress Nummer 2, mit den 22 Nadeln. Und da ging es mir darum, wie man ein Strickstück im Maschenstich verbindet. Also das hier ist, ich habe mit hellblau angefangen und mit gelb geendet und dann habe ich es im Maschenstich. Zusammengenäht. Danke, ich bin hier noch am Einstellen. Die Kamera macht immer mal unscharf, ne? Ich lasse es mal ganz ruhig, mal gucken, ob sie es sich scharf stellt. Ne. Wenn du das ruhig nennst, dann weiß ich auch nicht, was bei dir ruhig ist. Stellt sich nicht ein. Aber da ist Video im Kanal, wie man das mit Maschenstichen macht. Es ging mir darum, die Marion hat doch die Mütze Wendy in ihrem Shop, ne, Marion? Ja, habe ich. Die man eben, die hat sie uns schon gezeigt, die man so auf ganz viele verschiedene Arten eben tragen kann. Hier ist ja grundsätzlich egal, wie ihr Anfangs- und Ende zusammennäht. Kann ich euch mal zeigen, wie das innen drin aussieht. Da gibt es so eine kleine Kante, ne? Ist ja egal, ist eine einfarbige Armstulpe, die Naht ist innen. Aber wenn man jetzt möchte, die Armstulpe, dass man die Naht so verschieben kann, dass ich mal nur gelb außen habe und mal nur hellblau, dann sollte eben die Naht unsichtbar sein. Und aus diesem Grund wollte ich das in dem Maschenstich schließen. Und da ist eben auch diese Woche, habe ich ein Video dazu reingemacht. Kann man eben dann auch für diese Mütze verwenden. Ne? Die habe Das ich ja ist auch in gut. dem Maschenstich gemacht. Ja. Geht ja auch nicht anders. Ja, man wird halt dann so ein Spinat, Ja. irgendwann wird es halt oben liegen und dann wäre es halt unschön, ne? Eben. Ja. Und wenn man die Mütze von Hand strickt, geht der Maschenstich ja auch einfacher, als wie wenn man es kurbelt, ne? Muss, finde ich, weil ja die, weil man ja nur die, weil man nur die Maschen quasi offen da liegen hat. Man kann anfangs mit einem Kontrastfaden den Anfang und das Ende machen. Dann ist es auch leichter. Dann sieht man es gut. Ja, ich habe es mit einer Kordel gemacht. Ja, mit einer neonfarbenen Kordel, dass man sie eben gut sieht. Ja, das war's. Nee, stopp, stopp, stopp. Eine Double-Face-Socke. Das heißt, Aha. ich hatte es ja angekündigt beim letzten Mal, ne? Da habe ich euch so ein unförmiges Teil gezeigt. Und innen sieht sie eben dann so aus. Und Und da hast ich. du jetzt die Ferse gemacht. Die Guck. Ferse eben. Ja. Die war ja beim letzten Mal noch nicht so gelungen. Aber jetzt Jetzt bin sieht ich es stolz. richtig gut aus. Ich bin stolz auf diese Ferse wie Bolle. Weil Mach die. mal so. Mach auf die Schulter. Genau. Das ist eine Double-Face-Socke, für die man auch Dominik zeigen kann.
Innen und außen. Weil sie innen und außen gut aussieht. Und ich finde jetzt zum ersten Mal, ich habe ja diese Sockentechnik schon ewig, aber durch dieses Karo-Muster kommt so richtig gut raus, dass das Muster hier durchs Käppchen und durch Rist und Ferse nicht unterbrochen wird. Ne? Die Karos laufen hier einfach weiter. Hier an der Seite kann man sie gut zunehmen. Und am Ende hat man wieder das gleiche Karo-Muster, die Linien laufen. Man sieht es jetzt noch nicht, weil der Schaft recht kurz ist. Aber am Ende werden die Karos hier einfach weiterlaufen. Und das finde ich, ja, ich finde es einfach genial. Man kann ja auch mal sagen, wenn man von was begeistert ist, was wir, die Silvia ist auch zu Recht begeistert von ihrem Pulli. Und wenn so ein Plan gelingt, das ist doch einfach ein gutes Gefühl, ne? Und wir werden jetzt, genau. Und die sind richtig genial. Deine Socken. Ja. Und hier werden jetzt die Karos dann ganz normal eben weiterlaufen, ohne Unterbrechung. Ja. Bist halt doch die Best. Nee, hat jetzt einfach, ja, ihr wisst ja selbst, ihr habt es ja live mitbekommen, Double Face ist ja noch nicht so lang meine Technik. Und ich finde es einfach schön, was sich alles umsetzen lässt. Sogar jetzt eben Socken. Ich glaube gar nicht, dass das so viele nachstricken, weil, ja, ich meine, Socken zum Umdrehen ist jetzt nicht so der Hype. Aber ich finde es einfach, man kann ja die ganzen Zunahmen jetzt dann für die Tücher verwenden. Das habe ich euch ja letztes Mal gezeigt. Es lassen sich jetzt also dann wirklich Dreieckstücher damit verwirklichen, weil man ja bei diesem Rist hier auch auf beiden Seiten zunehmen muss. Also man hat Rechts- und Linkszunahmen. Und hier habe ich ja das asymmetrische Tuch gestrickt und nur auf einer Seite erstmal die Double-Face-Zunahmen ausprobiert. Und durch die Socken weiß ich jetzt, es wird sich auch ein ganz normales Dreieckstuch damit umsetzen lassen. Und das wird ganz sicher mal nachgemacht. Ja. Gut. Redeschwall beendet. Also deine Socken sind ja aber dann wahrscheinlich, wenn du es im Double Face machst, ja vielleicht auch ein bisschen dicker, oder? Also eher so Sofasocken oder so, oder? Sofasocken ist der richtige Ausdruck. Ich habe ja jetzt auch die Farbe Grün gewählt, weil wir gerade noch heute im Oktober sind. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Aktion Grüne Socken kennt. Und das Oktober, da laufen ja ganz viele Projekte in Sachen Socken. Und die Aktion Grüne Socken, das ist ja, da kann man quasi grüne Socken stricken und die an Frauen spenden, die im weitesten Sinne gynäkologisch an Krebs erkrankt sind. Anfangs waren das eben nur Eierstock. Und jetzt mittlerweile ist es aber Brustkrebs und alles, was halt im Prinzip, ich sage, typische Frauenkrebserkrankungen sind, da werden die grünen Socken gespendet. Ich werde es auch im Video unten verlinken, dass man sich das mal anschauen kann. Wer grüne Socken stricken und spenden möchte, der kann sich auf der Seite von aktiongrünesocken.de eine Banderole runterladen und die dann eben um die Socken herumbinden. Da steht dann auch die Größe drauf, da steht dann die Materialzusammensetzung von der verwendeten Wolle, kann man da eintragen. Und so gehen eben dann die guten Wünsche an die erkrankte Frau. Und die Aktion wächst und wächst. Der Ursprung ist, dass die Frau, die das ins Leben gerufen hat, hatte eine Freundin, die an Eierstockkrebs erkrankt war. Und sie wollte ihr grüne Socken stricken, weil ihr während der Therapie eben immer, weil ihr immer kalt war. Zufällig waren die Socken eben grün.
Und leider konnte sie die Socken nicht fertigstellen, weil also bevor ihre Freundin hat es also nicht geschafft. Und nach einer Zeit hat sie dann gedacht, die Socken können eigentlich hier nicht ungenutzt liegen bleiben. Und sie hat sie dann zu Ende gestrickt und hat jetzt hat so Fahrt aufgenommen, diese Aktion jetzt. Sie wurde jetzt neulich geehrt, einfach für diese Tätigkeit, für diese Idee auch, ja. Also wir verlinken es euch oder ich verlinke es euch unter diesem Video. Ist eine ganz tolle Geschichte. Und ja, wie gesagt, es war jetzt noch knapp im Oktober, aber ich dachte, ich wähle jetzt grün und kann dann diese Aktion dann da auch noch mal ein bisschen bekannter machen, ne? Ja. Gute Aktion. Ja. Ja, und gerade die selbstgestrickten Socken haben ja die Eigenschaft, dass sie oben am Schaft nicht so einschneiden. Man kann die auch recht schnell ohne Hilfe von den Füßen ziehen, wenn es einem dann zu warm wird. Und von daher haben die doch viele Vorteile im Vergleich zu den gekauften Socken, ne? Also die oft eben einschneiden. Ja. Und man kann halt auch viele Gedanken mit einstricken, ne? Das kommt natürlich auch Masche für Masche noch mit ins Spiel. Es ist schön, wenn man weiß, es wurde an einen gedacht. Also wird die noch fertiggestellt. Ich habe noch überlegt, ob ich den Schaft mit Umschlag mache. Und in Umschlag dann noch ein Herz, aber ich glaube, es wird zu viel. Ich werd den Umschlag eben, ich werde zwei Karos machen und dann ein breiter Rippenumschlag. Ne? Einfach so doppelt zwei rechts, zwei links und dass man umschlagen kann. Und dann ist das so, wie du sagst, es ist eine Sofasocke, fast eine Pusche. Naja, wenn man entsprechend Gummistiefel, da hat man immer eigentlich kalte Füße drin, und wenn die groß genug sind, Genau. dann kann man nämlich dann auch die acht, das ist ja praktisch wie eine Achtfachsocke, ne? Also wie eine Socke aus Achtfachwolle. Würdest du nicht sagen, dass es eher Richtung Sechsfach geht, Marianne? Na, ich wollte schon fast sagen Achtfachsocke. Also Ja. es liegen ja immer, du hast zweimal vierfädig. Aber dafür weniger Maschen? Dafür weniger Maschen, ja. Also vom Gewicht her würde ich sagen, dass sie dem Gewicht einer Sechsfachsocke ähneln, vom Materialverbrauch. Das kann natürlich sein, ja. Ja. Und entsprechend nehmen sie ja dann auch Platz im Stiefel weg, ne? Ja, also ich habe meine Winterschuhe jetzt zwei Nummern größer gekauft, damit ich doppelt Socken dran anziehen kann, wenn es besonders kalt ist. Gut. Dann ziehe ich zwei Vierfachsocken übereinander Aha. und dann habe ich immer schöne warme Füße. Was Ja, hast du vor im Ja, eben Winter? im kalten Winter. Gibt's bei dir so viel Naja, Schnee? ich bin eine Liebhaberin von kalten Füßen. Also ich habe selbst im Sommer abends kalte Füße. Und deswegen habe ich auch sommers wie winters Wollsocken an. Es sei denn, es sind mehr als 30 Grad im Schatten. Aber ansonsten immer Wollsocken. Das Gut. hatte ich jetzt dieses Jahr genug. Mehr wie 30 Grad. Ja, da habe ich dann auch keine Socken Ja. getragen. Aber ansonsten bin ich absolute Wollsockenträgerin. Okay. Okay. Also wenn ich meine Double-Face-Socken fertig habe, lege ich sie einfach mal auf die Waage und vergleiche es dann mit einer einfachen Wolle. Und dann können wir ja da ziemlich gut testen, wie viel Material denn da verbraucht wurde. Ich habe den Vergleich von diesen Jacquard-Muster-Schals, die ihr ja sicher schon irgendwo halt gesehen habt im Kanal. Den Karo-Schal, den habe ich ja mit Double Face gestrickt.
Und die Karo und die anderen Schals, die Chakar-Muster, die werden ja rund gestrickt, einfach. Und da braucht man, dort wäre es wie achtfach Wolle, ne? Weil man genau die doppelte Menge braucht, wie wenn man es würde einfach stricken. Und bei Double Face braucht man, würde ich sagen, so die eineinhalbfach Wolle. Das gefällt mir ja auch so gut am Double Face, dass man dann trotzdem noch einen Schal hat, der fällt, ne? Der weich fällt. Ja. Ich habe jetzt hier bei meinem Pullover Double Face, nachdem ich den Rückenteil fertig hatte, die restlichen Wollknäuel gewogen, weil ich gedacht habe, dass ich also vielleicht von zwei Farben noch ein zweites Knäuel brauche. Brauche ich nicht. Also ich komme mit 100 Gramm je Farbe aus. Super. Ja, Ne, ich also. Meine, ist ja ärmellos, von daher. Wenn man jetzt noch Ärmel dran stricken würde, würde es anders aussehen. Was ich übrigens überlege, ob ich mir da nicht Ärmel dran stricke. Hast du den Pullover bei? Hast du den Pullover vor dir? Ja, ich bin gerade dabei, am Rückenteil seitlich die Fäden zu vernähen. Ach ja, dass ich, ach ja, okay. Dann mit den vielen Fäden, ja. Ja, ich wollte sie eigentlich mit, da kommt ja eine seitliche Blende ran und ich wollte die in der Blende verschwinden lassen. Aber weil das so viele sind, wird das ein richtig dicker Knubbel. Da habe ich gedacht, naja, musst du in den sauren Apfel beißen und die Fäden vernähen. Ne? Und weil ich jetzt beim Meeting nicht Muster stricken kann, weil ich das kann ich hinterher alles zurückstricken, habe ich gedacht, ist das Meeting eine gute Gelegenheit, wenn die Fäden zu vernähen. Dann fällt das nicht so auf, man quatscht zwischendurch und dann. Zum Fädenvernähen taugt man, ne? Und dann fällt das nicht so auf, ne, dass man da so vor sich hin näht. Oh Mann, jetzt kann ich zurückstricken, weil vor lauter. Genau das meine ich ja. Was strickst du, Dominik? Na, immer noch an meiner Babydecke. Aber jetzt bin ich eben gerade wieder am Wapen machen und da muss ich ja immer vier Reihen tiefer stechen. Und jetzt habe ich nur gerade glatt rechts gestrickt, anstatt mein Muster reingemacht. So viel zum Quatschen und Zuhören und Stricken. Ne? Magst du uns mal den Fehler oder die Decke zeigen? Oh ja, die ist jetzt schon recht groß. Die ist jetzt dann schon bald fertig. Fehlen noch so 12 Zentimeter und dann wäre sie fertig. Ist ja immer noch die gleiche. Das ist doch meine Wartedecke. Die nehme ich immer überall mit und wenn ich warten muss, dann wird immer wieder gestrickt. Schön. Da musstest also du noch dreimal zurückstricken, dann bist du fertig. Ja, genau. So ungefähr. Ja, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz, ne? Naja, es wird ja jetzt langsam Zeit. Ne? Wir haben Ende Oktober, Dezember, Januar kommt das Baby. Dann, also jetzt wird es dann schon mal langsam Zeit, ne? Ja, viele Fehler solltest du dir nicht mehr erlauben. Nee. du strickst die mit der Charity, ne? Ja, ja. Wie viel Gramm braucht die Decke für das Wabenmuster? Also ich brauche jetzt 600 Gramm. Dann okay. Habe ich 80 auf 80. Also dann ist doch noch im Rahmen. Ich hatte ja anfangs ein bisschen Bedenken, ob sie zu schwer wird, weil 80 mal 80 ist ja schon eine schön große Decke. Und dann ist das aber noch im Rahmen. Ja, sie ist schon jetzt ganz leicht ist sie jetzt auch nicht, aber... Ich finde es jetzt auch nicht, für den Winter darf es ruhig schon ein bisschen kompakt sein, finde ich jetzt. Ja. Und sie wollte es ja für einen Kinderwagen haben, also von dem her muss es ja auch schon ein bisschen passen. So, Marion, hast du auch was gekurbelt? Ja, aber nichts Neues. Ich hatte ja die eine Mütze gekurbelt, hier mit Wehr und obendran.
mit Knopf. Jetzt ist der Knopf dran. Hat dir jemand den Knopf geschickt? Moment, die erste war diese hier. Ja. Da habe ich nur so einen pinkfarbenen Knopf gefunden. Dann muss ich einfach neue besorgen. Und hier oben war ja nur einfach dran und hier zusammengezogen. Dann habe ich die nochmal gemacht. Genauso mit einem schönen Knopf. Aber da habe ich doppelt so lang gemacht und zusammengefaltet. Aber nicht zusammengezogen, sondern hier habe ich einen Gummi reingemacht. Als Pferdeschwanzmütze. Mhm. Ah ja. Macht, muss man nicht. Ist ja ganz zusammen. Und man kann ja praktisch einen Doppel machen und den einfach mit einem Knopf dann da reinknüpfen, wenn man möchte. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also so ein Bobbel, Knopf dran, reinmachen. So. Und dann war ich ja ziemlich erkältet und ich hatte euch ja vorher diesen Loop gezeigt, der oben schmal ist und unten weiter ist. Und der ist so fantastisch beim Halsschmerzen, so, weil der wirklich ganz fein ist. Und jetzt habe ich mir natürlich ordentlich Wolle besorgt. Kennt die jemand? Die Lacey. Richtig. Und jetzt habe ich angefangen und bin ganz am Anfang. Mach den nochmal, aber mit Muster, also mit Streifenmuster und so. Ja, da habe ich angefangen. Sonst habe ich jetzt im Moment nichts zu zeigen. Ja, wenn du erkältet warst. Aber die Mützen sind cool mit dem querlaufenden Band. Hat einen tollen Effekt. Ja, finde ich auch. Und die sind recht angenehm. Man kann ja, wenn man hier ein Gummi reinmacht, falls die zu weit sein sollte für einen Kinderkopf oder so. Also mir passt die so richtig gut. Oder man kann die ja auch hier enger zusammen machen. Mhm. Das ist ja kein Problem. Ist ja anpassbar. Ich kam auf die Idee, weil die Frage aufkam, man kann ja nur eine Größe machen. Wie ist es mit Kinderkopf? Kann man es anpassen ein bisschen? Ja, das ist ja bei dieser Adi Express, bei dieser Kurbelmaschine wirklich das Erstaunliche, dass man die Mützen sich schon in der Größe lang, also über eine weite Größenspanne zurechtziehen kann. Ne? Also ich habe es jetzt schon am 6-Jährigen gesehen und als Herrenmütze die gleiche Mütze, gleiche Wolle. Einfach nur, indem man es in die Maschen rein, also quasi die entsprechend lang zieht. Und es bleibt dann aber auch sitzen, das dehnt sich nicht aus. Nur hiermit, da kann man noch ein bisschen enger machen. Ja. Falls ein Kind ein ganz kleines Köpfchen hat. Ja gut, es gibt ja so jetzt so kleine Zweijährige, wo wir dann so eine Turbanmütze aufhaben, ne? Also dieses Quer, wie du es jetzt gemacht hast und dann gar nicht so viel oben raus gestrickt. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Gut. Schweigeminute. Ja. Yeah. Mhm. Ja. Aber Pascal hatte doch auch eine Woche Arbeit, eine Hausaufgabe. Bin gleich bei ihr. Das ist aber sehr nett. Erzählt gerade. Ja. So, drei, ja. 4, 5. 10, 20. Ja, ich habe ein kleines Stück mit der Baumwolle gearbeitet in Double Face. Ich muss sagen, so ein kleines Stück kommt das Muster tatsächlich besser raus. Und das hast du mal ausprobiert. Wir hatten ja letztes Mal das Thema, ob Baumwolle mit Double Face geht, ne? Ja. Sieht man, funktioniert gut. Ja. Ja. Und der Haptiker, was denkst du, wofür könnte man das nehmen? Für Mützen oder ein Tuch? Topflappen. Ja, ist es dick genug für Topflappen? Ja. Okay. Und was gibt es sonst noch Neues bei dir? Was gibt es Neues? Der Online-Shop ist da. Okay.
Ja, dann musst du jetzt Werbung machen. Muss ich? Ja, natürlich. Wir müssen ja wissen, wo wir die Wolle bestellen können. Ja, ganz ruhig. Erstmal war ich ein bisschen einkaufen. Ich habe mir vier Bücher gekauft. Mhm. Einmal das. Aha. Ach, das kenne ich. Kenne ich auch, ja. Dann habe ich das noch gekauft. Aha, kenne ich auch. Denn das? Kenne ich auch. Cool, das gefällt mir. Meine Güte. Ja, Oma war auch gleich ganz begeistert, hat gleich durchgeguckt. Und ich soll euch ganz lieb grüßen. Sie findet das ganz toll, was wir hier zusammen machen jede Woche. Ich habe den Anfang jetzt nicht verstanden, Pascal. Wer war begeistert? Meine Oma. Deine Oma. Ja, schön. Und dann hat sie dir gleich Aufgaben gestellt, dass sie so Sockenmuster jetzt nicht ja oben stricken, oder? Aus ja, den so. Büchern. Ja, ja, so insgeheim hat sie mir über Umwege mitgeteilt. Du kannst mir doch ein paar Socken stricken. Dann grüße mal die Oma recht schön hier von uns, wenn sie es vielleicht im Nachgang wieder anschaut. Ja, mache ich. Ja. Wo ich dem Pascal gute Tipps geben. Wie kommen wir jetzt an den Online-Shop, an die Adresse, Pascal? Ja, ganz in Ruhe, okay. Ich würde vorschlagen, Pascal, nee, es ist spiegelverkehrt. Ja. Wir machen das auch so, dass schreibst du mir eine Mail? Ja. Dann kann ich es unten verlinken. Ja, genau. Dann ist das entspannter. Ja, okay. Ja. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Da werde ich dann gleich mal reingucken, ob das auch ordentlich geführt ist. Herr Dominik, wir haben deine Rückseite von innen und außen angeguckt. Ja, klar. Wir haben aber deine Decke von der anderen Seite noch nicht gesehen. Ah, hast du noch nicht gesehen? Das ist die andere Seite. Ja, das sieht auch gut aus von der Seite. Eine Unverschämtheit hier, also, ne? Dominik, einen Online-Shop kann man aber nicht wenden, ne? Ja, genau. Schade. Aber er kann ja eine Live-Kamera dann nachher in seinen Shop einbauen, so 360 Grad. So. Ah, ja, ist eine gute Alternative, genau. Dass man dann mal gucken kann, was er so alles anbietet. Genau. Also ich denke, dass, wenn sich das alles gut entwickelt, Pascal, dass wir irgendwann, dass du dich dein Zoom-Meeting aus deinem Geschäft heraus, wenn es denn mal kein Online-Shop mehr ist, uns besuchst und dann können wir ja mal einen Rundblick machen. Übrigens auch an alle Einzelhändler, auch an andere Einzelhändler. Wir wollen ja dann nicht jeder, der hier mal vorbeischauen möchte und seinen Laden präsentieren, herzlich willkommen, ne? An so einen Rundgang durch ein Ladengeschäft. Ich glaube, da haben wir alle Spaß dran. Ja, aber sowas von. Ja, ja, ja. Ja. Und Pascal, wir können dir auch immer gute Tipps geben, gell? Vielleicht gibt es ja noch Verbesserungsvorschläge und dann sind wir natürlich die besten Ansprechpartner, ne? Ja, genau, das haben wir auch gedacht, wenn irgendwas ist, gerne schreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz noch bereuen wirst. Nein, könnte passieren. Es ist wie so beim Fußball, da können es die Zuschauer auch immer viel besser. Das stimmt, ja. Ja. Die sind immer die besten Trainer. Genau. Genau. Und was für Arbeiten hast du im Moment auf? Genau, außer die Beindecken, meinst du? Die Runde haben wir heute noch nicht gesehen, Pascal. Ja, die ist, ja, kann ich gerne machen. Ist ein paar Runden ist so weitergekommen.
Ich hatte ja ein bisschen was anderes zu tun. Aha. Oh. Oh, super. Das ist der Hammer. Krass. Baust du die Decke dann in dein Logo mit ein? Das Logo steht ja schon. Ach so, ja klar. Oh, das Logo steht schon. Ja. Ohne uns zu fragen, da war es ja, aber gut. Man hat rückseitig angeguckt, ne, wie die aussieht. Denn aktuell noch an dem Pullover. Wow. Da kann ich jetzt demnächst die Ärmel abbrennen. Okay. Ja, von innen kriegst du das auch noch zu sehen. Ah, auf jeden Fall. Sieht gut aus. Hm? Genehmigt. Großes Okay von Dominik. Ja, genau. Ist der für dich, der Pulli? Ja, genau, den mache ich für mich. Gut. Tja. Muss ja auch mal sein, wenn alles andere verschenkst hier, diese Mammutdecke. Die Mammutdecke wird verschenkt? Nein, ja, die kriegt doch dein Neffe, oder nicht? Ja, genau. Nein, 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 die bleiben beide in meinem Besitz. Ach so, ich dachte, da ist ein Bild drauf von deinem Neffen. Auf der Double-Face-Decke. Muss ich gerade überlegen. Ja, die schwarz-weiße. Ja, ja, das ist mir klar. Du hast so viele Projekte. Nein, stimmt doch gar nicht. Und mehr als andere. Und die bleibt bei dir, die Decke. Ja, genau. Ah, im Fall, wenn er mal bei dir schläft, dann hat er die Decke. Ja. Gut. Also. Ja. Oder wenn der Neffe nicht da ist, hat ihn der Pascal immer bei sich. Auch eine schöne Idee. Ja. Ja. Gut. Ich habe noch eine Frage. Ja, Andrea, du klingst so verzweifelt. Nee, ich bin nur erkältet. Ja. Nein, ah, alles okay. Anderes, Dann schon mal gute Besserung. Danke. Marianne hat von ihrem Tuch da gesprochen, das eine Mal mit Entspannungsbad. Sollte man das bei allen Tüchern, Schals machen? Oder? Und was nimmst du dafür? Einfach nur Wasser und ein ganz klein bisschen Wollwaschmittel, aber nicht okay. viel. Ich habe mir Eukalan gekauft, das braucht man nicht ausspülen. Ist das okay, oder? Ja, das ist auch okay, ja. Ja, okay, gut. Dann probiere ich das. Ich habe immer noch so mein Problem. Du kannst im nassen Zustand eben in Form ziehen, ne? Das ist bei Tüchern relativ wichtig, also dass die dann die endgültige Form annehmen. Ja. Da kannst du noch viel dann rausholen durch die Feuchtigkeit. Ja, okay. Ich habe immer noch so das Problem, welche Wolle ist für was geeignet, ne? Also kann ich aus der Wolle das machen oder aus der Wolle das machen? Das ist so immer noch mein Problem. So, und dann meine Stola-Verführung. Oh, warum ist denn das so unscharf? Weil du wahrscheinlich zu dicht dran bist. Na, wird nicht besser. Ich mach mal, das ist seitdem ich den Hintergrund, warte mal. Hast du den Hintergrund gefaked? Ja, warte. Ja, dann da hat es Probleme mit. Das ist jetzt die Seite. Und das ist die andere Seite. Also es ist ordentlich gewachsen. Nachdem ich das Muster denn auswendig konnte, war das überhaupt kein Problem mehr. Dann hatte ich nur noch mit der Reihe 11 und 13, dass ich mal gucken musste. Aber so alles andere ging dann sehr gut, muss ich mal sagen. Ohne Schwierigkeiten. Sehr schön. Ja, und sieht schön aus. Ja. Ja, das andere habe ich aufgetrennt, wie gesagt. Ist die Silksuchs, ne? Ja, genau. Ich werde auch das nächste, also dadurch, dass ich es jetzt aufgetrennt habe, ist es sowieso egal.
Aber ich werde diesen Schulterwärmer dann aus der Wolle hier machen. Auch aus der Silk Socks. Mhm. Also verkehrt rum. Nee, so rum? Ist richtig so? Nee, so, ne? Ja, so rum. So. Der Wolle ist es egal. Ja, der Wolle ist es egal, ja. Ich denke, ich nehme, ich habe da schon noch ein paar Knäuel im Warenkorb. Und damit kann man doch sowas machen, oder? Mit der? Ja. Ja, ja. Gut, okay. Ja. Weil diese Schiebwolle, die ist mir, ich habe mir das ja durchgelesen, das ist ja mit Nadelstärke 6 oder so oder 7 oder was, ne? Das ist mir zu dick. Das sind mir zu viele, zu dicke Nadeln. Ja, also ich würde jetzt die Schieb als Schulterwärmer für, du hattest ja für den Sessel oder fürs Bett, Sofa gedacht, ne? Weil, weil deine Mama nicht mehr viel rauskommt. Würde ich jetzt die Schieb auch nicht zwingend empfehlen, weil das ist mehr so für draußen, ne? Die wärmt halt schon richtig stark. Wo jetzt so eine, die Silk Socks ist ja klar, Sockenwolle. Und ist einfach richtig angenehm zu tragen. Ich nehme die. Da ich das jetzt sowieso oft trennen musste, weil es so klein war, ich gedacht, okay, nehme mal die. Ja, da gehe ich ganz mit dir. Schmeiß die andere Wolle weg. Nein, die andere Wolle ist auch deine. Hallo? Ach so, das war die Schieb. Okay, dann nicht. Nein, das andere war die hier, das so ein Bobbelgarn, so ein. Dann rute ich zurück. Ach Gott, jetzt muss ich das rausschneiden vor mir. Ja, aber das ist hier. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir davon einen Pullover stricke. Die ist toll hier. Ist einfach der Seideanteil, der macht schon, ja, ja. Und für einen Pulli ist sie wirklich dankbar, weil er die Form behält durch den Stretchanteil. Also, wir waren dieses Jahr auf der Messe, auf der H&H, wirklich die einzigen, die einen Sockengarn hatten mit Seide und Stretch. Ne? Und das habe ich mir immer gewünscht, sowas, weil ich finde Sockenwolle mit Seide sehr toll. Da fehlt mir oft aber so ein bisschen die Spannung. Also tatsächlich eben, wie sie dann sitzt, Seidesocke. Und ja, dann dachte ich, dann machen wir doch, lassen wir uns mal was mit Stretch herstellen. Und das hat jetzt wirklich gut geklappt. Ja. Okay, dann werde ich morgen erstmal meinen Schal ins Entspannungsbad legen. Ja. Ich hoffe, der wird dann noch trocken bis Freitag. Morgen ist Mittwoch, er doch sollte. Was hast du vor? Wird er ausgeführt? Ja. Ich fahre weg nach Eschwege. Aha. Also von Berlin nach Thüringen erst zu meinem Onkel und dann nach Eschwege zur Messe. Was ist da für eine Messe? Bären und Puppen. Das wollte ich auch gerade fragen. Bären- Ach so. Und Puppenmesse. Und ich will mir doch eine Silikon-Künstlerpuppe holen. Also Teilsilikon, Vollsilikon nicht. Teilsilikon, weil. Zum Hintergrund, ich gebe ja diese Puppe für meine Mutti, die ist stark Demenz mit Delir und sie erkennt nicht, dass es eine Puppe ist. Also diese Künstlerpuppen und ich lege ihr die halt hin, dann fühlt sie sich nicht alleine. Und mit so einer Silikonpuppe, da kannst du halt auch den Mund aufmachen und Fläschchen rein und so, ne? Und dann gibt es ja auch diese Zauberfläschchen, wo wenn du die hochhältst, dass die Milch dann verschwindet und so. Und dann hat sie halt das Gefühl, und es gibt ja auch welche mit Atmung und mit Stimme-Modul und sowas alles. Und das will ich mir da halt angucken. Und ich habe auch schon gesagt, also ich habe die Verhinderungspflege dieses Jahr nicht genommen. Das Geld nehme ich, und wenn sie 3.000 kostet, weil die Künstlerpuppen, Silikonpuppen sind ja teuer. Echt? Bewegen die sich in dem Preis, ja? Ja. Ab 1.500. Oh, ja. Okay. Und aber das ist mir egal. Und dann hat sie wenigstens, dann hat man echt das Gefühl, dass sie ein richtiges Baby in der Hand hat. Ne? Mhm. Mhm. Und das will ich ihr halt geben. Ja. Also die Schwiegermutter war auch sehr lange im Altersheim.
Da hatten das auch zwei Bewohner, hatten immer ein Baby, eine Babypuppe bei sich. Die, die Angestellten dort haben eben gesagt, dass sie dann einfach ruhiger sind, ne? Ja, genau. Ja. Ja, diese Aggressivität, die in der Phase ist, nehme ich jetzt gerade mit der Demenz und es lässt dann nach, ne? Also, sobald die Püppchen da ist, tragst du dann auch so rein, als ob sie echt ist und so, ne? Und dann mit Schnuller, mit so einem Magnetschnuller und dann, ach, hast du sie wieder bei, die kleine Süße. Und da ist auch wie ausgewechselt ganz anders. Also ist total genial für Demenzkranke. Super, super Sache. Der Instinkt funktioniert recht lange, hm? Ja. Und ich kann auch nicht immer bei ihr sein und deswegen kriegt sie halt das Püppchen und dann ich nehme einen mit Echthaar, weil wenn sie ihr über den Kopf streicht, dann ne, nicht damit sie sagt, wie jetzt die Haare sind da, aber Glatze oder so, ne? Weil so weit weg ist sie ja dann nur doch nicht, ne? Das merkt sie sich ja. Also ja. Und da führe ich den Schal aus dann, weil ich ja noch erkältet bin und also wenn du eine Künstlerpuppe findest, die Hallo zu dir sagt, also die du dann eben mitnehmen willst, du musst, also ich denke, da kann man auch nicht einfach davon ausgehen, dass du sicher eine findest, die richtige ist. Aber ich glaube, die würde man alle gern mal sehen, oder? Ja, kann ich euch dann Ja. zeigen. Ja. Kein Problem. Die wird dann auch bestrickt, oder? Ja klar, die jetzt wird ja auch bestrickt hier. Also habe ich ja schon bestrickt, ne? Die erste. Aber das ist halt ein Reborn und die hat eben, ist dann fest, ne? Also das ist alles hart. Und die Marshmallow-Silikon-Puppen sind wie echte Haut. Also das ist jeder Finger einzeln beweglich, so. Ne? Also es ist wie ein echtes Baby. Bin ich dann gespannt. Kann ich mir auch vorstellen, wie der Preis zustande kommt, ne? Weil das muss dann ja auch alles. Ja, also die sind schon teuer. Also. Ja. Aber das ist mir in dem Moment jetzt egal. Das kann ich ja dann später mal noch weiter. Ich wollte gerade sagen, das bleibt ja in der Familie, ne? Und Genau. Dann wiederum dann auch als Erinnerung. Ja. Und das ist in Eschwege, ist das Eschwege. Eschwege? Ja. Ein Kunst- und Handwerkermarkt oder nur Puppen? Nee, das sind Teddybären und Puppen. Okay. Moment mal, ich kann ja mal. Meine Hand hält mich hier fest. Moment. Oh, ich habe halt eine Seite geschafft. Dann kommt die zweite. Guck mal hier oben, nur noch so ein bisschen Gefissel. Oh. Der Rest ist schon. Wow. Gibt es da nicht auch noch einen Trick, dass man die mit einweben, einstricken kann, die Fäden? Ja, wenn ich normal rechts, links stricke, also nur einseitig, dann ist das kein Problem. Ich habe noch keine Lösung fürs Double Face gefunden. Ja. Weil ich habe keinen Finger mehr frei, um dann den Faden festzuhalten. Man muss ja dann diesen einzuwebenden Faden auch, und es sind ja immer zwei. Also ja, von eben. daher. Ja. Also, Also beim Vorderteil habe ich auch schon wieder so ein Gebamsel. Ja. Unbezahlte Werbung. Okay. Du musst dazu sprechen, Andrea, ach dass so, die ja, Kamera sorry, auf dich ja. geht. Also ich habe es bestellt bei einem Online-Shop, der halt Reborns und Silikonpuppen bestellt. Verkauft und mit, also wie so ein Vorverkauf praktisch, ne? Habe ich die Karten, dass ich mich da nicht in die Warteschlange einreihen muss und habe dann schon für uns, wir sind zu dritt, ich habe drei Karten, die dann, dass ich die halt da gleich kriege, dass ich nicht warten muss. Eschwege, ist das bei Aachen? Nee, Eschwege ist, sagt ihr Göttingen was? Ja. Erfurt, Göttingen und da nochmal ungefähr 50 Kilometer. Oh, da gibt da es mehrere Eschwege dann. Da ist Eschwege.
Fahre ich denn vielleicht ins Falsche? Guck mal noch mal. Da muss ich denn morgen noch mal echt mal noch mal gucken, weil das steht hier nicht Dünzebach. Ja. Also wenn es Postleitzahl 0 und noch was ist, dann ist es Thüringen. Und bei 4 oder 5 ist es das bei Aachen. Du wirst lachen, da steht gar keine Postleitzahl drauf. Aber ich gucke danach. Nicht Eschwege. Ja, du sagst was. 37269 Eschwege. Das ist Göttingen, Umkreis Göttingen. Doch, das ist ja. Da, ne? Genau. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ey, du glaubst, okay. jetzt müsstest du mal meinen Puls messen. Das wäre jetzt noch gewesen. Ja, ne, Hotel, alles wissen. Weil meine Nachbarin, die ist, die hat am Freitag, am Donnerstag Geburtstag und der schenke ich das. Die kommt mit mir mit. Das wäre ja ein Reinfall geworden. Oh mein Gott. Wir haben den Stein gehört, der von deinem Herzen gefallen ist. Du. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber so ein Adrenalinstoß am Abend, der hat doch was, oder? Es ist mir warm. Mir ist jetzt ganz warm. Und das tut mir jetzt aber leid. Nein. Ich muss. Man sieht es deutlich, Marianne. Ja, ja. Wie der Schelm im Museum. Ja, ja. Kann sie nicht halten vor Lachen und sagt, es tut ihr leid. Also, ich hoffe, wir dürfen die Puppe trotzdem sehen. Ja, ja, wenn es das richtig erschwinge ist. Ja. So, Heide, verrätst du uns auch noch, an was du strickst? Ja, ich, oh Gott, wie soll ich das erklären? Mit Worten? Die fehlen mir manchmal. Manchmal sind die Worte weg. Ich habe von einer guten Bekannten, die hat sich so ein, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, so eine Weste gekauft. Die ist, glaube ich, verkehrt rum, kann man es sehen? Und sie sah Seelenwärme aus? Ja, ich habe noch keinen Seelenwärmer gemacht. Das ist auch so ein komisches Flauschgarn. Wie gesagt, die hat sie sich vor Jahren gekauft. Und da hat sie mich gefragt, ob ich ihr das nachstricken könnte. Das versuche ich jetzt mit so einer Schwarz. Sie wollte entweder schwarz oder knallblau. Jetzt ist es sowas. Also ich habe hier schon mal zusammen, damit ich irgendwie so einen Überblick habe, wie es aussehen sollte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es was wird. Also hier oben kommen ja, da wo es zu ist, da sollen ja dann die Arme durch, ne? Habe ich das Gefühl. Und hier hinten dann ist dann der Rücken. Hoffe ich jedenfalls. Das kann man auch so schwer erklären. Die typischen Seelenwärmer sind ja eigentlich ein Rechteck, ne? Ja. Und ein Rechteck dann gefaltet und an den Seiten so weit zugemacht, dass Abbruch noch die Arme durchkommen. Wichtig. Aber bei dem hier sieht das nicht so aus. Also, wenn ich hier nämlich gucke, ist nur hier so ein ganz kleines Stück eine Naht. Kann man das sehen? Nee, ne? Auch eine blöde Farbe. Das ist nur von hier bis hier. Also so ein ganz kleines Stückchen eine Naht. Und es ist aber viel länger. Also es ist kein richtiges Rechteck, wenn ich das so übereinander lege. Es ist ein blödes Teil. Ist es dann wie so eine Art Schulterschrägung? Ja, unten ist es größer. So ist es zusammengenäht worden. Und hier hinten sind halt so Wollang drin. Keine Ahnung.
Ich kann es. Bitte? Festlich? Also wie so über, ich sehe jetzt da das so über dem schwarzen Kleid oder so. Ja, wie so eine längere Weste, gell, oder? Ja, und sie trägt es halt im Laden, also sie ist Friseuse und trägt es halt im Laden und ist vorne offen und macht nur so einen Clip rein. Also es ist kein, dass hier vorne viel ist, sondern sind nur die Ärmel bei ihr. Das ist ja nur so ein ganz kleines Stückchen. Und dann macht sie sich so einen Clip rein. Ja, jetzt machst du mal deins fertig. Vielleicht, ja, vielleicht viel besser wie das, was sie jetzt hatte. Ja, sie wollte ja halt ein bisschen länger haben als das. Und weil sie ist ein bisschen breiter geworden in den letzten Jahren. Und ja. Älter. Ja, und hinten ist es so rund, finde ich, ne? Ja. Oder? Ja. 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 Und da weiß ich halt nicht. Alter. Aber das ist auch nicht so ein zusammengenähter Schal. Ja, wenn ich es wüsste. Also was ich erkennen kann, ist, ich darf es auch nicht auseinanderschneiden, sie hat es ja selber gekauft, ist eigentlich, eigentlich wie so, ja, wie so ein Schal, das stimmt. Also so wäre es zusammengelegt. Und hier ist es zusammengenäht. Hier ist der Arm. Ich kann es ja mal kurz anziehen, damit man erkennt. Ist halt links rum, ist aber egal. Ja, das sieht so aus. Ne? Wie ein Schal. So ein Net, ja. Und hinten ist halt so, ist halt hier ein bisschen weiter. Ne? Und vorne ist eigentlich gar nichts. Vorne hat sie nichts, da macht sie immer nur so einen Clip rein, hat hier so einen kleinen Haarclip. So einen kleinen Clip halt. Und den macht sie dann hier vorne rein, damit es ein bisschen zu ist. Genau. Weil sie ist, wie gesagt, Friseuse und die braucht ja ein bisschen mehr Armfreiheit. Und ich weiß halt nicht, wie ich das mit der Rundung hinkriegen soll. Probiere ich jetzt halt irgendwas. Ich denke, da macht die Wolle aber auch richtig viel, oder? Dass die schon einfach entsprechend auffällt durch die Fransenwolle. Ja, das könnte. Ich bin mit dem Teil halt bei uns in so einen Wollladen gegangen und habe gefragt. Das ist ja so eine Kunstfaser, die kriegt man, glaube ich, gar nicht mehr. Und da hat sie mir Alpaka empfohlen von Lana Grossa. Die da, kann man sehen, ja, ne? Ja. Ja, nochmal? Okay. Ich kann gar nicht so viel schwätzen hier. Und musst du singen. Singen kann ich noch weniger. Und so weit bin ich dann halt jetzt schon irgendwie. Genau. Hast du da bisher jetzt nur ein Rechteck gestrickt oder das schon ist irgendwie? Jetzt, ja, nur ein Rechteck. Ich habe mir das nur hier oben zusammengeklipst, damit ich weiß, wo die Arme sind. Also, dass hier dann die Arme durchkommen. Weil ich dann sehen will, wie lang das noch hinten runterkommt. Und ich wollte jetzt anfangen, hier unten. Richtig, genau. Und dann nochmal so 10 Zentimeter oder was, damit es auch so ein bisschen wellt. Ja. Ob es dann so rund wird wie bei der, weiß ich jetzt nicht. Ja, das kannst du da aber dann mit verkürzten Reihen machen. Das sieht ja doch aus wie ein Seelenwärmer, als ob er oben ein Rechteck ist. Ja. Und dann zugenommen wird, also erst oben gerade, dann zugenommen wird, dass du wie ein Trapez, also unten wie ein Trapez hast. Und ja. Die Rundung kannst du ja noch verkürzte Reihen, damit du diese Runden und innen. Ja. Dann würdest du die Rundung hinkriegen. Ja, ich denke aber dadurch. Ja, weil sich das so wellt, habe ich geglaubt, dass die das hinbekommen haben durch Zunahmen. Vielleicht haben die schon im zweiten Teil zugenommen, also nur oben gerade gemacht und schon ab der Mitte, wo man es faltet, schon zugenommen hat und überall zugenommen hat, nicht nur am Rand, sondern in der Mitte zugenommen hat. Das ist auf jeden Fall überall zugenommen, ja. Wie man quasi ein rundes Tuch zunimmt, ne? Ja. Also in der Hälfte des Seelenwärmers dann, es ist eigentlich ein Seelenwärmer, dann anfangen zuzunehmen und dass man das Unterteil halt richtig weit kriegt.
Okay. Ist das vielleicht eine Idee? Ja. Aber die Gräsi, Silvi, die hat sowas Ähnliches gestrickt. Eveline, wie weißt du noch, wie das Modell geheißen hat von der Silvi? Na, leider nicht. Aber Leider ich nicht. habe nur mal gesehen, sie hat einen Seelenwärmer gestrickt. Und der war also nicht viereckig, sondern eher mehr rund. Nicht? Und auch mit auf der Seite so ein schmales Stück. Und die hatte ihm also auch drehen können, dass der Popo also am Rücken länger runtergeht und oben kurz ist oder umgedreht. Nicht? Dass unter kurz ist und dass oben der Kragen höher wird. Müsste Ja, das jetzt hast du eine herausfinden. Hausaufgabe, Heide. Ja, Du ich warst habe ja dir noch so sicher, Wolle. dass du auf dem richtigen Weg warst. Ich habe ja noch knallig blau, wolltest du auch? Dann probiere ich. Aber ich gehe erstmal mit dem Teil dahin und frage sie, ob sie sich so vorgestellt hat. Und wenn's, dann mache ich es nochmal mit so einem knalligen Blau. Ja. Und dann habe ich auch noch die Jacke angefangen. Tada! Die ist, die war in der letzten Maschenwelt drin. Aber jetzt ist mir die Wolle gerade ausgegangen. Ich wollte nicht fortlaufen. Also musste ich umswitchen. Ist das die Sheep vom Titel? Ja. Diese blau, Silvi, blau. diese Kuschel, Silvia, Kuschelwunde. diese Pet, genau. Ja. Monika, die du auch im Auge hattest, ne? Ja, ich habe jetzt Jadewolle bestellt. Die Farbe. Ja, ich Jade. habe Jeans. Einmal nicht Petrol. Ich habe das Jeansblau genommen. Das ist so ein bisschen blaugrau. So ein Taubengrau. Kann man sehen? Ja. Dafür ist die Weil Sheep einfach perfekt geeignet, oder? Für so eine richtig lange Jacke, weil sie weit läuft und nicht schwer wird. da war auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, dieses Jahr oder letztes Jahr waren auch so Mäntel drin, so längere. Ich weiß gar nicht mehr. Die waren auch in so einem hellen Blau und die habe ich dreimal gemacht. Zwei für mich und eine für meine Schwägerin. Die ist ganz toll, die Wolle. Die Jacke, so eine lange, wie so ein Mantel. Müsste ich holen gehen. Soll ich holen gehen? Nee, kannst du auch gerne fürs nächste Mal holen, Oder ne? genau, da hänge ich Ja? sie mir hinten hin, richtig, genau. 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 Ich habe gelesen, dass das ja alles auf einem Vorderteil, Rückenteil und wieder ein Vorderteil, alles in einem. Das wird alles in einem. Ja, man fängt unten, also mit so einem Perlrand an. Und dann, ich habe mir die Strickschrift vergrößert, weil im Heft ist es so klein. Guck mal da. Kann auch keiner lesen. Ich mit Brille, weil ich immer, ich brauch's. Und ich habe es mir vergrößert. Ich habe das dann so raus. Das ist dann das Muster. Das wiederholt sich dann immer wieder. Und die strickt man praktisch 60 Zentimeter hoch. Und dann kommt erst die Teilung. Ja. 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 Echt gut. Ja. Ja, Marianne, und da hat man gar nicht viel Fäden zu vernähen. Nee. Ja, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Jo. Also, wo habe ich jetzt mal? Aber ich habe eine Seite gleich fertig. Es sind nur noch vier Fäden zu vernähen. Gut. Riesiges Lieschen. Ist ja auch eine Und auf Art der anderen Seite sind Meditation. ein paar mehr. Ja. Ja. Aber ich werde mal die Fäden aufheben und wenn alles vernäht ist an beiden Zeilen und an den Seitenrändern, die ja noch drankommen, wie viel Wolle ich dadurch wegwerfe? Weil So. damit kann man ja nichts mehr anfangen mit den. Natürlich, du Doch, kannst eine doch. Decke machen. Ach so, mit denen, ja. Du kannst Nee, ja Puppen benutzen, man kann Mummel. die zum Stopfen nehmen für kleine Tiere. Genau. Ja. Aha. Ja, Mhm. sowas mache ich ja nicht. Ach so. Sammeln und Also wer die weiterleiten. haben, genau, das wollte ich jetzt sagen.
Nein, Marianne, die möchte ich jetzt auch nicht haben. Die also freut mich hin und her, aber mit den letzten brauchst du mir nicht kommen. Ach ja, was tun? Das habe ich nur davon. Ja. Muss ich mitleben? Eveline, magst du uns auch? Oh, jetzt ist sie gerade weg. Hatte sie gerade fragen und wollen, ob sie uns. Okay? Ich wollte dich gerade mal fragen, ob du uns auch mal zeigst, an was du am Werkeln bist. Die Bettina, du bist noch an der Decke, ne? Sie ist der zweite Ärmel. Ja. Das da. Für den Nino, die Baby, also die Babyjacke, der zweite Ärmel. Okay. Ist das. Und Eveline, was strickst du? Ich stricke mir gerade einen Pullover. Ich habe den eigentlich schon angefangen in RVO. Aber dieses Muster, was ich mir ausgesucht habe, ich habe Probleme leider mit den Augen. Und da vertue ich mich immer mit der rechten und linken Masche. Und dann muss ich dann ur viele Fehler ausbessern. Und das taugt mir nicht. Also der ist einmal RVO. Und den habe ich angefangen jetzt von unten. Gut. Und da magst du aber wahrscheinlich beide fertig versuchen zu machen. Und jetzt nimmst du im Prinzip die gleiche Maschenzahl und strickst einfach rückwärts. So ungefähr. Schön. Mit anderem Muster. Genau, nur glatt. Ja. Aber das, was mir aufgefallen ist, ne? Weil diese Merino Stretch ist angegeben mit 4,5. Ja. Den von RVO stricke ich mit 4,5 und den sogar mit 5,5. Und trotzdem ist das Maschenbild urklein. Ja, das ist ja die Angaben auf der Banderole sind eben so ein Richtwert. Ne? Es gibt dann eben Strickerinnen, die das eben mit 4,5 gut hinkommen. Und wenn du sagst, ich brauche die 5 und so gefällt mir das Maschenbild am besten, dann eben die 5. Ja. Fühlt sich auch viel besser an. Umso lockerer ist, umso besser fühlt es sich an. Ja, ja. Ja. Da bin ich. Und das andere, was du gezeigt hast, war das auch die Merino Stretch? Das war auch die Merino Stretch, nur in andere Farben halt. Also da habe ich mit Grau angefangen. Das ist der Pullover aus der Maschenwelt. Ich glaube 22,7 oder so. Nur ist da das Muster umgekehrt. Also da habe ich die Rückseite, sehe ich ja bei den Mustern an. Und ich habe nur das Muster umgedreht, also bei diesem Pullover. Okay. Dominik, das ist was für dich. Die Innenseite. Die Innenseite nach außen. Genau. Das ist auch was für dich. Da merkt man nicht, wenn du es verkehrt rum anhast. Okay, das hat er mir diesmal auch noch nicht erwähnt. Die andere Art Double Face. Genau. Die 722, dann gucke ich jetzt gerade mal. Ich vermute mal, das ist die 722. Wieder. Ja, genau, die habe ich schon mal. Und das wäre der Pullover. Ah ja. Genau. Nur ich wollte dieses Grün nicht, nicht. Und das Grün habe ich praktisch durch dieses Blau, ja, ersetzt. Ja, ja, ja. Aber das sieht wirklich auf der Innenseite auch gut aus.
Zudem habe ich da eine Frage gestellt gehabt, ne, das, und da habe ich mir dieses Muster angeschaut. Und vor 2 Wochen habe ich dich schon einmal gefragt, gehabt, was in dieser Beschreibung heißt, das MS in der Strickdingsbumste. Mustersatz. Mustersatz heißt das, okay? Alles klar. Mhm. Es müsste in der Beschreibung der Strickschrift einmal erwähnt sein, Mustersatz in Klammer MS, dass man die Abkürzung müsste War in der nicht Anleitung dabei. einmal drinstehen. Da Meistens unten macht man es mit rein. Habe ich geschaut, da war es nicht dabei. Nee, das kommt in der Text. meistens in der schriftliche Erklärung. Okay. Ja. Aber ich ist wahrscheinlich den Mustersatz, Satz definitiv. Überflogen. Ja. Heidi, ich glaube, ich habe das Video gefunden, wo die Evelyn gemeint hat von der Silvi Rasch. Okay. Das ist der Seelenwärmer Frische Brise. Frische Brise. YouTube. Schreibe ich mir mal auf. Ist das vielleicht der, wo Evelyn meinte? Ja. Den man auf der, zwei Arten tragen kann. Das ist der, wo so aus Rund, wo sie gesagt hat, ne? Genau. Ja, okay. Cool. Guck ich mal. Vielen Dank. Ja, wenn es das ist, ich weiß es nicht, aber kann schon mal angucken. Ich schau mal rein. Ja, prima. Oh. Super. Vielen Dank. Schau ich mir mal die frische Brise an, ne? Ja. Und wenn du dann erfolgreich ans Ziel gekommen bist, dann erwarten wir natürlich eine genaue Beschreibung, wie de, was jetzt die Lösung für die für das Volor war. Woll, werde ich berichten. Jawohl. Ist ja auch immer interessant. Und Bettina, ist deine Decke jetzt fertig oder fehlen noch 10 Zentimeter? Ist fertig. Die ist fertig. Die ist fertig, ja. Oh, oh super. Toll. Also Bettina, zeigst du uns die Decke und sprichst dazu? Ja, was wollt ihr hören? Sie ist 1,95 Meter lang und 1,50 Meter breit. Und ist in 2 Farben gemacht. Seht ihr es, oder? Ja, sehr schön. Ja, wir dürfen ja nicht sprechen, wenn jemand was sagt, weil ich in den Kommentaren schon gelesen habe, dass wenn jemand was zeigt, dann hört man nur von uns die A und O's, aber nicht das, was derjenige präsentiert unter dem Video, was Veronika heißt, immer zeigt. Und das finden die meisten eben schade. Darum dürfen wir nicht sprechen, wenn du jetzt sprichst. Ja. Ja. Aber die ist cool, die Decke. Die kannst du jetzt brauchen, ne? Schön warm. Ja. Was für eine Wolle hast du da genommen? Oh, das ist so ein Polyacrylgarn, weißt du? Okay. Und, hab ich irgendwo das Muster, mal gekriegt. Das Muster war von einer Babydecke, oder? Ja, von deiner. Ja, von dem Mustermix. Na, dann kann ich das drunter verlinken. Auf YouTube war es. Ja. Habe ich gesehen bei dir. Die Babydecke da. Ja, genau. Ja. Weil das Muster kommt super raus, auch auf der großen Decke. Ja, das ist gigantisch. Ist auch schön zum Stricken, also perfekt. Super. Und zeigst du uns einmal die Rückseite, weil bei diesen Rautenmustern sieht die wirklich auch oft gut aus. Ja, so sieht die Rückseite aus. Cool. Das wäre mein Satz gewesen, Veronika. Ich wollte dir einmal zuvorkommen. Ja, eben. Ich dachte schon, du hast gelesen, dass man nichts reden soll.
Aber gilt ja nur für die anderen, ne? Ja, herrlich. Das ist, sieht wirklich auch auf der Rückseite gut aus. Also ist kein Problem, wenn, wenn die mal falsch rumliegt. Die Dominik und ich, wir haben schon festgestellt, wenn wir Bilder bekommen von unseren Kindern, wie sie die Enkel zudecken, quasi, dass die Decken zu 80% falsch rumliegen. Und deshalb sind Muster gut, die beidseitig tragbar sind. Vielleicht machen sie es auch mit Absicht, um die Omas ein bisschen zu ärgern. Meistens haben die nicht so viel Zeit zu gucken, wie die Decke jetzt auch noch richtig Ja. liegt. Das Ich spricht glaube, doch nicht für die Rückseite. Bitte? da zeige ich euch jetzt doch noch, was ich gefunden habe, weil es immer mit hin links, innen, außen geht. Ich habe nämlich beim Suchen nach Wolle für zum Kurbeln ein, kennt ihr das so? Das ist dieses Interlocking Crochet, heißt das. Weiß gar nicht, ob es einen deutschen Begriff dafür gibt. Das ist auch gehäkelt jetzt, weil wir haben auch so viel Doppelface gestrickt. So sieht das nämlich von der einen Seite aus. Und wenn man das wendet, sieht das auch gut aus. Ja. Und das ist gehäkelt. Ja, Da hat man das Interesse dran, dass man da was machen. grenzt fast an Double Face, ja. Das sind zwei Filetlagen, die ineinander verwoben werden. Ich habe da auch schon mal Mützen und Zeug gemacht, aber das kann ich euch mal gerne raussuchen, wenn ihr da was sehen wollt. Sehr gerne, Ja, ja, ob gerne. wir dann vielleicht das auch mal, also da gehen Schals auch super und auch Mützen, die man wenden kann oder so. Ich habe da auch mal was gemacht. Ich habe es aber jetzt nicht rausgesucht, sondern mir ist das jetzt einfach nur in die Hand gefallen. Wir Und dann. hatten das, also ich finde das Thema spannend. Wir hatten das doch schon mal vor Jahren, hatten wir es mal davon, ob wir das mal als Thema aufgreifen. Und dann war es ja damals, ich sage jetzt mal, dem Verlag zu kompliziert, zu Genau. umfangreich mit Anleitung. Ja. Aber einfach mal so grundsätzlich sagen, dass man einfach mal auch wieder eine neue Technik zeigen kann, finde ich schon interessant. Ich habe jetzt inzwischen auch eine gute Idee, wie man es vielleicht beschreiben kann, dass es nicht ganz so schlimm ist. Es gibt ja dieses, ich hatte mir vor Jahren mal dieses Buch gekauft, das ist dieses Interlocking Crochet. Und das ist ein englisches Buch und die haben ja keine Häkelschriften. Also man liest sich da einen Wolf. Man muss da Seite Reihe für Reihe lesen, wie man das macht. Und es macht einfach keinen Spaß. Und da dachte ich mir mal, dass wir sowas vielleicht mal ausprobieren, mit einer Häkelschrift zu machen. Also da gibt es wunderschöne Muster und vor allen Dingen sehen die auf beiden Seiten immer gleich schön aus. Ich zeige mal, sieht man das hier unten mal zum Beispiel? Gibt es. Wie sieht man das jetzt so? Ja, das hat dann Anlehnung an Hebemaschen, ne? Beim Stricken. Ja, eben, Da gibt's ja, die, ja, ne? die Strick, ja, genau, die Häkelschrift wäre ähnlich wie ein Hebemaschenmuster. Also ein Ja. Zählmuster, wo man sagt, hier muss ein Stäbchen hin und hier nicht. Genau, so ähnlich könnte man das machen. Ja. Also Habe wir ich jetzt können das mal. gerne mal, wenn du das möchtest. Also ich fände es super, dass man sagt, in der Gruppe, wir probieren es einfach mal aus. Ja, im Prinzip haben wir ja das Double Face so jetzt auch Genau. alltagstauglich gemacht, möchte ich fast sagen. Ja, genau. Also jeder reingebracht hat, wie er's strickt und wie er es macht. Und jetzt haben wir ja vom einfachsten Schal bis zur Socke haben wir jetzt hier alles, ne? Ja. Ich suche mal zum nächsten Mal alles raus, was ich in der Technik zu Hause habe und zeige es euch mal, was euch so interessiert oder was man probieren könnte oder ja, Klingt gut. mache ich fürs nächste Mal. Sehr schön. Hausaufgabe. Ja, meine Kisten durchsuchen, das ist anstrengend. Müssen wir dann schon Wolle und Häkelnadel bereithalten oder Nee, erstmal nee, nee. nur zum Anteasern?
zum Anteasern. Ich zeige euch, was ich schon mal gemacht habe und dann will ich mal sehen, welches Muster bei euch ein A oder ein O hervor. Wir dürfen doch nichts sagen, wenn du es zeigst. Okay, ich kann sie einblenden. Ein A, ein O. Die Heide hat bestimmt schon wieder zwei Schilder ausgedruckt. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Interlook. Ja, du hattest da auch wie so ein Durchzugsschal auch mal gemacht, ne? Das ist, ich hatte auch mal für eine, eine Sabrina Sonderheft, hatte ich mal auch einen Pulli gemacht damit. Also, aber da haben wir eben, das ist auch noch nicht, keine gute Häkelschrift gehabt und deswegen denke ich mal, ist der auch nicht nachgearbeitet worden. Aber wenn wir das vielleicht nochmal machen mit einer schönen Häkelschrift, dann ist das vielleicht auch nachvollziehbar. Wir haben uns ja technisch auch entwickelt, ne? Genau, ja. Ja, und manchmal ja. Müssen Ideen halt auch reifen, bis sie dann so sind, dass man sie umsetzen kann, genau. Definitiv, ja. Und wenn jemand Strickschriften und Häkelschriften lesen kann, arbeitet er meistens nicht mehr nach Text, ne? Gerne. Genau. Ja. Außer Dominik, du hast jetzt gesagt, beim Double Face oder beim Schattenstricken ist es, strickst du lieber, wenn dir so vorgegeben ist, dass du jetzt eben 23 rechte Maschen in Rot und 24, ja, die Heide hebt den Daumen auf. Heide, wir dürfen widersprechen, das ist nur, wenn jemand was zeigt. Ich hab manchmal stumm geschaltet, weil ich hier immer mit dem Tee klimper, deswegen weiß ich, habe ich gedacht, ich mache nur mal Daumen hoch. Es ist natürlich schwierig, wenn jetzt da so ein Zählmuster ist und man muss 23 Maschen zählen. Da ist dann tatsächlich einfacher, wenn im Fließtext eben steht, wie viele Maschen es sind. Ne? Ja. Ja. Aber ansonsten bei so Mustern habe ich mehr so ein Schema entwickelt. Bitte? Beim Schattenstricken habe ich mir ein Schema entwickelt. An der rechten Seite stehen, vielmehr links, stehen die Farben, ob hell oder dunkel, weil die ja abwechseln in den Reihen. Darüber oben drüber stehen die Reihennummer, also Reihe 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich mit zwei verschiedenen Stiften, einmal in Rot und einmal in Blau, die einzelnen Anzahl von Maschen, in welcher Farbe ich die stricken muss. Und das geht ganz gut. Dann geht man immer senkrecht runter, das lässt sich leichter verfolgen, als wenn man es quer macht, wenn man immer die Reihe runtergeht. Ich kann ja mal holen. Heute war alle unterwegs irgendwie. Kommt alle unvorbereitet ins Meeting hier. Für alle nochmal zur Erklärung, die es nicht verstanden haben, und ich gehöre schon wieder dazu. Oben. Ganz richtig verstanden habe ich das jetzt nicht. Hast du es auch nicht? Das nee. Beruhigt mich. Gell. Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Und zwar sind die Reihennummer. Und oben steht nochmal, welche Farbe vorne liegt, also hell oder dunkel. Und hier sind die einzelnen Maschen, hier runter. Wie viele in hell oder dunkel. Ja. Okay. Ja, du hast dir das in dem Fall so selber aufgeschrieben, ne? Ja, da habe ich mir das aufgeschrieben. Das habe ich beim Schattenstricken auch schon gemacht, weil man ja da immer auch zählen muss. Dann habe ich mir auch immer Reihe für Reihe aufgeschrieben, wie viel jetzt an Farbe kommt. Marianne, so. Was kriegst du da? Du hast das auch so. Ja. So habe ich es aufgeschrieben, das beim Schattenstricken dann. Ja, ne? So genau so. Ja.
Aber da muss ich ja schon sagen, wenn ich dann ein Heftchen kaufe mit Schattenstricken, ne, dann erwarte ich ja vielleicht auch, dass das mit eingeführt wird. Also, aber jeder, für jeden ist das ja nicht unbedingt die richtige Art und Weise, wie man es aufschreibt. Ne? Da entwickelt doch jeder auch so seine eigene Idee, ja, wie man es. War ja nur Spaß, aber ich meine jetzt. Ja, ja, das war kein Spaß, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Genau. Würde es denn helfen? Also ihr kennt ja die Zählmuster, wie ich sie so im Heft habe. Hilft mir mal jemand, wann wir zum letzten Mal was mit Schattenstricken drin hatten? In der 5 war das, glaube ich. In der 5? Seelenwärmer. Der Seelenwärmer war das. Ja. Hat mal eine Frage dann an euch. Das genau, der. Kamera 2, bitte. Kamera 2, nein, ich glaube, man sieht. Ja. Den habe ich übrigens in Arbeit, aber der ruht zurzeit. Okay, und da hast du dir es auch umgezeichnet? Oder bist nee, du da? Nee, das ist zu klein, also da lohnt sich nicht, da kann man gucken. Aber ja. Ich habe hier einen Mustersatz, der geht über 40 Maschen und bildet dann so ein Puzzlemuster. Also das sieht aus wie ein Puzzle. Kann man das erkennen? Oh ja. Mhm. Du musst sprechen, Entschuldigung, Marianne. Ja, also das sieht dann aus wie ein Puzzle, wie Puzzleteile. Und das war mir dann zu großflächig, um das immer einzeln abzuzählen. Deswegen habe ich mir das so aufgeschrieben. Ja. Ganz witzig, ich wollte jetzt ein Double-Face-Schal mit Puzzleteilen auch machen. Also nur ein Schal. Und dann immer mal ein Puzzle. Ich bin da auf die Idee gekommen, wegen, wo ist denn mein Dreieckschal, den ich euch eben... Mit deinen Fingern, die du da eingebaut hast. Genau. Wenn man jetzt das Ganze würde als Puzzle machen, und immer mal ein Puzzle quasi in Dunkel, dann würde es ja so aussehen, als wäre das noch nicht gefunden, oder? Ja. So war der Plan. Ja. Ja. Mache ich dann in das Dreieckstuch, mache ich ein Puzzle raus. Das wird meins. Wer war das? Wer hat das gesagt? Ich puzzle auch gerne. Wir haben gerade ein 2000er Puzzle liegen und da sind wir abends auch mal am Puzzle und ich teste da meine Nerven, wie weit die das noch zulassen. Also ich habe ja das Motiv gesehen, also puh. Was ist das denn? Eisbär in der Antarktis oder? Nee, noch gar nicht. Bunt, also so. Okay. Ein schwarzer Schwarzwald. Ja. Nein, Puzzle geht bei mir nicht. Es ist ein Sternbild. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Deine Kamera ist an. Ach, da haben wir. Ah, okay. Also, ich zeige es nochmal. Kann man jetzt hier. Nee. Es ist ein Sternbild. Und wir haben das dann immer so auf dem Tisch liegen, auf dieser Puzzlematte. Und dann sind die Puzzles in so einzelnen Schalen sortiert. Genau. Ich mache Puzzle auf dem iPad. Ja, das hat dann den Vorteil, wenn Besuch kommt, brauchst du nichts wegräumen. Ja, ne? Genau. Ich habe noch viel gepuzzelt. Und habe auch viele aufgehängt. Die hängen jetzt zum Teil im Keller. Aber ja, wo will ich die dann nachher aufhängen oder muss sie wieder zusammenwerfen? Und so ist das auf dem iPad, ist das ganz interessant.
Da fehlt mir das gemeinsam. Also wir sitzen Ja. dann halt zu dritt und zu viert und puzzeln da. Und ich habe es jetzt, weil ja mein Mann gerade quasi an den Sessel gefesselt ist. Und dann haben wir das im Wohnzimmer eben auf dem Tisch ausgebreitet. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er es so witzig findet, wenn wir da abends die ganze Meute sitzt und puzzelt. Er geht recht früh ins Bett jetzt. Aber es ist einfach, dadurch ist eben Leben im Wohnzimmer, ne? Weil das immer so eine Sucht ist, wenn das Puzzle dann liegt, bis es gemacht ist. Ja? So eins im Jahr. Ja. Interessante wäre erstmal, wenn du 5000 Teile hast. Das ist auch, da hast gar Das, keinen Platz mehr auf dem Tisch. ja, eben das, also wir sind jetzt mit dem 2000er wieder eingestiegen und das ist so überschaubar, ne? Das, ja. Und ich wusste nicht, was meine Nerven noch mitmachen, wie gesagt. Es kann aber auch Entspannung sein. Also, ist ja. Echt? Was nicht? Bin ich doch nicht. Doch, ich fand's Also immer. wirklich. Ja. Stimmt schon, ja. Und Ja, mit Vorbehalt. morgen kommen meine zwei Schwestern zu Besuch. Die setzen das sowieso vollends zusammen, weil wenn Puzzle sehen, dann ist das alles noch so eine Erinnerung an früher, als auch die ganze Familie um den Tisch saß und gepuzzelt hat, ne? Einschließlich der Oma, die haben wir dann immer die Puzzle wieder rausgezogen, wenn sie ins Bett ging, weil die haben auch nie gepasst. Puzzle geht ja noch, aber Diamond Painting, Ja, das aber macht. das geht auch, finde ich. Ist ja auch noch Was? tief. Ich habe eins personalisieren lassen. Es ist 1 Meter mal 1,50 Meter. Okay. Mit 250 Farben. Okay. Steht zusammengerollt da noch. Aber ist dieses Diamond Painting, verstehe ich das richtig, dass man da eigentlich nicht sucht, sondern dass das eher so eine Fleißarbeit ist, wie beim Sticken? Ja, Ja, du okay. hast ganz viele kleine Steinchen, so 3x3 mm oder 2x2 mm und eine Klebefläche und da sind die Farben vorgegeben. Jede Farbe hat ein Motiv, also ein Symbol und dann hast du so einen kleinen Stift mit Kleber, mit so wie so, wie soll man sagen, Knete dran, Ja, Knete. so dran und dann machst du den kleinen Stein und dann setzt du den da drauf. Ne? Ja, das Fleißarbeit. würde mich wuschig machen. Ja, würde ich wuschig. Also ich kann es nur, ich habe hier so eine Lampe mit Lupe. Genau. Blind. Marianne hat sich verabschiedet kurz. Und ohne kann ich es auch nicht machen. Also das funktioniert nicht mehr. Ja, hast schon angefangen überhaupt? Ja, das sah ich schon an. Was meinst du, wie viele ich schon gemacht habe? Ich habe bestimmt 30 Stück im Schrank hängen. Oh, Ich im weiß gar nicht Schrank. mehr. Ja, im Schrank. Ein paar habe ich hier zum Beispiel mein Daryl. Der hängt hier, den kann ich mir jeden Tag angucken, so den muskulösen Oberkörper und so. Also, jetzt möchte man jetzt von Ja. innen sehen, die Ja. Rückseite von. Na, Kannst du Moment. mal die Kamera drehen? Das kriegen wir doch hin. Geht ja nicht. Und dann wieder reden dazu. Ach so, ja, ich rede, aber es ist ganz schön unscharf, glaube ich. Das ist der Daryl von The Walking Dead, falls das einer kennt. Hier so ein Zombie-Film. Ah ja. Und den habe ich mir hier hingehangen, ne? Weil das ist mein Liebling.
Und ihr Lieben, das war jetzt unser Beitrag zum heutigen Halloween. Nee, ja, ich habe ganz viele, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe schon mal überlegt, ob ich die, also ich habe dann aufgehört, weil ich nicht mehr weiß, wohin, ob ich die mal, ich weiß nicht, in ein Altenheim gebe oder für eine Kinderstation. Also jetzt nicht hier die Zombie-Sachen, aber ich habe ja hier auch kleine Tiger und sowas alle und Füchse und ach, was weiß ich nicht alles, ne? Zombie. Heide, was ist mit dir los? Kommen bei dir die Witze später an, oder was? Nee, ich habe ja gerade vorgestellt, so Zombies im Altenheim, das passt irgendwie nicht so richtig. Nein. Das ist ja fies. Ja, nein, hier, Kopfkino. Also, das war nicht meine Absicht, ne? Also, ich finde... Ich habe dann eher so ans Kinderheim oder Kindergarten gedacht, dass da keine Zombies kommen. Aber auch keine Zombies. Nein, deswegen habe ich ja gesagt, keine Zombies. Oh mein Gott. Hast du auch Landschaftsbilder? Ja, habe ich auch. Gut, jetzt sind wir wieder auf dem Punkt. Wir sammeln uns. Ich glaube, das ist ansteckend. Marianne, das hilft auch nicht, wenn die Hand vor den Mund machst. Man sieht es trotzdem. Jetzt musst du durch. Un momento, por favor. Bitte? Un momento, por favor. Das ist mein Hintergrund wieder. Ich muss da durch. Also da kommt er jetzt nicht drum rum. So, ich habe Landschaftsbilder. Wow, schön. Ja. Laut sprechen dazu, Andrea. Ja, also das ist hier mein Wunschstrand, wo ich mal leben will, irgendwann mal. Na, also... Unter anderem, dann habe ich so Küchensachen, was man so in der Küche hängen kann. Ich weiß immer nicht, wie rum ich das halten muss. So, ne, also sieht man das ganz? Ja. Ja. Das ist so eher was für die Küche. Und fürs Kinderzimmer. Geh mal mehr rechts. Mein rechts oder dein rechts? Mein rechts. Okay, also bei mir links. Ja. Ist er nach unten? Ja, jetzt, ja. Schön. So, was ist das eher was fürs Kinderzimmer, ne? Aber, ja. Oh ja. Also ich habe jedenfalls ganz, ganz viele davon. Ganz viele, ganz kleine, ganz große. Och, ganz schlimm. Sind die schwer, die Bilder? Nee. Je nach Größe, ja. Also hier hängen jetzt 3 Stück auf dem Kleiderbügelhaken hier und das ist schon relativ schwer, ja. Aber es geht. Also ich habe es dann in so einen Glasrahmen, wie sagt man? Nee, in Keilrahmen habe ich es festgetackert, die letzten. Angetackert so rund, ne, dass man das dann hinhängen kann, weil das ist ja versiegelt, das wird ja, kann man ja abwischen denn. Ah, da kommt dann quasi wie beim Puzzle, der Puzzlekleber kommt da dann auch noch eine Masse oben drauf. Ja, genau. Man kann sogar den Puzzlekleber nehmen. Also es gibt extra was für Diamond Painting, aber man kann den Puzzlekleber auch nehmen. Okay. Ja, ist versiegelt und da passiert nichts. Ja, das ist ja immer im Prinzip auch beim Puzzeln ist so ein bisschen das Frustrierende am Ende dann, wo geht man jetzt hin mit dem Ergebnis, ne? Ja, genau. Ja. Mein Mann hat auch gesagt, um Gottes Willen. Hast du nicht, vor allen Dingen, wenn ich euch zeige, ich zeige es mal, ist ja mein Hobbyraum hier. Oh. Ist ja egal, wie es aussieht. So, ja, schon Hobbyraum. Jetzt muss ich schon wieder hier, ohne Momento. Also da hängt auch noch was an der Tür, ne? So kleine Sachen und da oben die Rollen.
Ne? Das ist alles voll mit, ja, mit Diamond Painting. Ja. Dann würdest du deinem Mann ein bisschen recht geben. Ja, leider ja. Und jetzt fängt es auch noch das Stricken an. Ja. 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 Aber ja. Das trägt sich ja dann mit der Zeit wieder ab, oder da findet man dann auch wirklich noch mehr Abnehmer. Ja, also Diamond Painting habe ich aufgehört, weil das bringt nichts. Das funktioniert also nicht. Ich denke, wenn man sieht, im ehrenamtlichen Bereich läuft ja unheimlich viel in der Handarbeitsbranche. Ne? Wie viel Socken, Mützen, Schals werden für Obdachlose gestrickt. Oder nehmen wir die Frühchenstationen, wo ganz viel ehrenamtlich auch genäht wird. Und das ist ja im Prinzip dieses Tun, vergleiche ich jetzt auch mit Puzzeln oder mit deinem Diamond Painting, aber man wüsste eben zu Hause dann auch nicht mehr, wo soll ich mit kistenweise Socken hin und das dann eben rausgeben und verschenken und dann wissen, es kommt gut an. Das hat man eben da alles in einem. Ne? Das ging mir jetzt beim Puzzeln schon genauso, als ich dachte, ja, und wo hängen wir es dann wieder hin? Ne? Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen dran, ja. Ja. Aber trotzdem muss man schon als mal puzzeln und auch malen. Ja. Gab es ja auch das Malen nach Zahlen oder das Knüpfte. Es ist ja alles das Meditative, was man eben so nebenher machen kann. Wenn man nicht 1000 Fäden zum Vernähen hat, muss man halt ab und zu was anderes machen wie Stricker. Ich glaube, das darf ich mir noch öfter anhören. Das sollte aufbauend sein, dass das quasi andere puzzeln und wissen nicht, wohin mit dem Puzzle und du vernähst eben Fäden. Ja, genau. Auch meditativ. Genau. Es war wirklich positiv. Aufbauend gemeint, Marianne. Dankeschön, dankeschön. Och, was denn? Warum so? Hast du die Kamera ausgemacht? Deine Kamera ausgemacht? Ja, jetzt. Ich bin hier auf meine Tastatur gekommen, deswegen. Das, positive Ansagen hauen dich um. Es haut mich um. Es haut mich vom Hocker. Gut, ihr Lieben. Oh, ist schon wieder vorbei. Es ist vorbei, genau. Oh. Also ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei der Heide bedanken für das Mäuschen. Ich hoffe, Veronika, es kommt auch mal bei mir an. Ne? Das hoffe ich auch. Sobald sich der Magnet löst. Ja, das kann man. Schau mal, da kannst du machen, was du willst. Das zieht sofort wieder zusammen. Ja. Nee, also wir müssen beide verschickt werden. Ja, genau. Dann geht's nur im Doppelpack. Sind sie nicht süß? Ja, da sind sie wirklich. Drauf. Total niedlich. Ja. Das muss ich dahin schon nicht mehr mitnehmen, Veronika, wenn du wieder an Messe bist. Genau das war der Zweck von der Heide. Super. dann freue ich mich nächstes Mal, wenn Silvia was vorbereitet für uns. Diese neue Technik finde ich eine ganz tolle Sache, dass du uns das zeigen möchtest. Das mache ich gerne. Also im Prinzip vorbereiten möchtest. Man kann dann auch gern was entsprechend im Newsletter veröffentlichen, wenn es was zur Vorbereitung gibt. Ne? Wenn man dann fürs übernächste Mal irgendwas, ein Musterläppchen mal anfangen oder so. Finde ich auch mal ganz nett. Nicht nur ganz nett, ich finde es richtig toll, dass du, doch bereit. Mach noch einen Handstand und einen Purzelbaum und mache ich. Da falle ich aber auch zuerst auf die Tastatur, das kann ich dir sagen. Okay. Und dann einfach, ich mache fürs nächste Mal die Double Face Socke fertig
versuche mich mit dem Puzzle-Dreieckstuch. Da hat mich nämlich jetzt die Marianne echt angefixt mit ihrem mit ihrer Puzzledecke. Und ja, dann bleibt gesund, trefft gute Entscheidungen bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss.